Herzlich willkommen und Sali zusammen zur neuesten Rückblickfolge von Cineswiss. Ihr hört es, wir sind alle wieder einmal daheim. Es klingt ein bisschen anders. Bitte entschuldigen. Wir können jetzt einfach wirklich nicht immer neben all dem, was wir sonst für euch machen, auch noch jedes Mal ins Studio segeln. Normalerweise schon, aber diesmal ist es nicht gegangen. Wer sind wir? Nein, Das Team nein. von Cineswiss besteht aus dem Hill, Du. dem Alex Sali. und mir, dem Spike. Das Ah. stimmt. Leute, ist euch auch aufgefallen, es herbstelt und das erst im Oktober. Brutal. Es ist ja Brutal, schon. ja. Ah, hey, und im Moment wird es ja plötzlich wieder kalt und alles und irgendwie ist euch das auch mal so ein bisschen aufgefallen. Schaut die Leute an im Zug oder wo auch immer und habt ihr euch auch schon gefragt, wenn die wirklich so aussehen oder haben sie einfach den Sack mit den guten Winterklamotten noch nicht aus dem Keller Ach, geholt? du redest von der Kleidung. Hey, ich habe gestern so einen Fall gehabt, wo ich gedacht habe, ey, Alter, also ich weiß ja nicht, ich habe ja von Hipsters wirklich keine Ahnung, aber das Das kannst du kann jetzt ja so nicht nicht einmal so sagen. einem gefallen. Nicht? Nein, nein. Wieso meinst du? Wie ist er da? Also ist er Frau oder Mann gewesen? Ich war Typ gewesen, hey, so eine lange, eine halblange, fettige Matte unter der wüstesten Caterpillar-Kappe, die ich jemals gesehen habe. Moment Und schon, Moment schon. Du hast du Hill gesehen? Außerhalb vom Podcasten. ja, nicht ganz, he? Nein, nein, Hiller immer Im schön Zug. super gewaschen, ich meine. Also, Das nur ein stimmt. festgehalten Tag, gell? Sonst hättest du ja schon lange aus dem Podcast geschossen, Alex. Wir wissen, wie du das eklig findest. Hey, nein, das ist einfach so ein Typ, der kann vermutlich keine Schrauben einschrauben, hat aber Caterpillar-Kappen an, so eine hohe Pornobalken montiert, eine wüste uralte Fleecejacke und die uralten, gescheiten Tennissocken und gar, obwohl es kalt war, hat er ihn noch wadenfrei rumgelaufen. Und das nicht, weil er kurze Hosen angehabt hat, sondern weil er einfach keine Ahnung hatte, wie lang seine Beine sind, glaube ich, und Hosen gekauft hat. Ich weiß ja nicht. Hochwasser. Ich Style, okay. Also ich habe ja auch gerne Hosen, die nicht Nein, ewig weiß ja lang nicht. sind, amix, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber weißt du, vielleicht immer der persönliche Unrecht, vielleicht ist er einfach mega schnell gewachsen oder so. Weißt du, so, weiß auch nicht, es gibt ja so Filme. Oh. Was ist Erste passiert? Panne, niemand hat es gemerkt, ist doch wunderbar. Meinst du, hat das niemand gemerkt? Oi, Erst jetzt, wo ich es angesprochen habe. oi. Hörst du mir gut? Ja. Selbstverständlich. Okay, gut. Komisch, ja. Erst, vielleicht, ey, an der Stelle einmal ganz kurzes Entschuldigung an, es ist ja vor allem an mir gelegen, tatsächlich, dass wir nicht haben können im Studio aufnehmen. Und wir haben unser Programm, das eigentlich bis jetzt immer sehr zuverlässig gelaufen ist. Aber das ist irgendwie ein Update jetzt draußen und das ist jetzt das erste Mal gesehen, was abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob man das wird hören nachher in der Folge, aber ja, Alex, dann war mach dir das. keine Gedanken. Ja, weil normalerweise bei allen anderen Folgen bisher bist ja du dafür verantwortlich gewesen, dass wir überhaupt können aufnehmen. Weil, ja, wir sind zu faul zum Lehren. Ja, Läuft's dumm? es ist Nein. es ist ein hoher Komplex. Nee, aber was ich eher Nein. lustig finde, weißt du, nochmal zurück zu der Herbst-Klamottentechnik-Nummer, finde das immer so witzig. Ich meine, wir haben gleich noch Tage mit irgendwie 18, 19, 20 Grad. Aber die Leute Die kommen laufen ja schon wieder. rum. Ja, klar. Aber die Leute laufen rum mit den dicksten Jacken, mit Schal und Mütze und dass sie nicht noch Händchen haben und Moonboots ist alles. Ja. Und es ist auch immer umgekehrt so geil. Weißt du, so im Frühling, wenn es erst mal über 10 Grad hat, dann siehst du schon Leute in T-Shirts oder in kurzen Rocken oder so. Da denkst du auch so, Ja. what the fuck? Es sind doch die gleichen, die im Herbst einfach schon als Erste irgendwie rumlaufen, als würden da von Himalaya klettern. Also, das ist wirklich crazy. Ja, Das es ist langsam so. anpassen. Ja. Yeah. Ich gebe es Ja, auch zu, gut. ich habe es auch ein bisschen kalt, wenn ich nur das Jäckchen angehabe und ein T-Shirt drunter. Aber da muss ich jetzt einfach durch. Weil im tiefen Winter will ich mehr Möglichkeiten da zum Warm haben. Und das ist irgendwie, ja. Ja. Nein, im Lohnt Moment sich. verfluche ich es extrem, dass ich meistens relativ früh am Morgen anfange zu arbeiten. Ja, das sind so die Zeiten, wo du wirklich raus musst, Pullover, Jacke, sonst stirbst. Und dann irgendwie, wenn ich nur 2 Stunden oder 3 Stunden später würde anfangen zu arbeiten, könnte ich schon bald wieder die kurzen Hosen arbeiten. Aber ja, gut. Ach, das haben Wechselkleider, wir. das ist es. Wechselkleider. Ach, genau, so Stripperhosen, wo ich Nein, die Hosenbeine wegreißen kann, mitten auf der Baustelle. nein, nein, da habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon drüber geflucht, oder? Über Leute, die so.
Tracking-Hosen haben, die man kann kurz machen mit Reissverschluss. Ja. Das ist wirklich, wenn du das anhast, dann bitte die uns nicht mehr abonnieren, folge uns nicht mehr, los uns nicht mehr. Das sind wirklich Jack Wolfs die stilosesten Menschen. Da kann ich jetzt nicht dagegen sagen, das ist einfach typisch schweizerisch, oder? Wir haben einfach alles so eine Allwetterjäckli, das gehört irgendwie in den Schrank oder so. Nein, habe ich definitiv nicht. Ich auch nicht. Obwohl, ja doch, also ja gut, ich denke nochmal in Lederjacke, wie man sie in den 80er schon angehört hat, die funktioniert für das eben auch. Stimmt, ja, fair enough. Ja, ja. Okay. Kann man nichts sagen. Apropos nichts sagen, so jetzt... Mode-Tipps sind durch. Also, wir wissen jetzt, Trekkinghose, das ist nichts. Lassen wir lieber aus. Nope. Dann kommen wir doch einmal zu etwas, wo wir uns wirklich auskennen. Oder? Wir meinen es jedenfalls. Mhm. Ja. Und zwar haben wir ja einen Filmpodcast. Dementsprechend werden wir auch darüber ein bisschen diskutieren. Und zwar, was haben wir denn in der letzten Zeit so geschaut? Was jetzt niemand würde erwarten, ist, es ist tatsächlich jemand von uns im Kino gesehen. Und nicht der Alex. Ja. Also ja, ich glaube, eher unerwartet, dass der Alex nicht einmal im Kino gesehen ist. Das ist eher ein bisschen... Ich meine, ihr geht ja gleich ab und zu ins Kino, so ist es nicht. Aber dass ich einfach gar nicht gegangen bin, das ist wirklich, ich glaube, noch nie passiert, seit wir den Podcast machen. Doch, es ist auch schon vorgekommen. Ehrlich? Aber, schlimme Zeit. Ja, ja, ich meinte, es sei. Ja, gell, tragisch. Danke, tragisch. Nicht gern, nein. Ja, schlimm, schlimm. Ja, nächste Woche dann wieder. Gut, yes. Also. Und zwar, ich bin tatsächlich im Kino gesehen. In einem Kino, wo ich zwar mein Leben lang schon kenne, aber ich habe es noch nie reingeschafft. Irgendwie sind nie Filme gelaufen, die mich interessiert haben. Weil halt eher, ja, so eine Art Kultkino kann man sagen. Und zwar das Sputnik zu Liestl, gerade am Bahnhof, im Kunsthaus Palazzo, wo er auch ein Theater drin hat, ein Restaurant drin hat. Und ja, jetzt habe ich dort letztens gesehen, dass sie doch aktuell ziemlich coole Programme haben, viele Einzelvorstellungen, auch jetzt im Rahmen von Halloween haben sie ein paar Sachen dabei gehabt. Und da haben sie doch an einem Donnerstag zu oben, am Viertel ab 8 Uhr, Young Frankenstein gezeigt von Mel Brooks. Ja. Wenn doch der läuft und hey, einfach zwei Dörfer von mir und ich habe ihn ja noch nie ganz gesehen. Also, ja, dann kann ich doch ins Kino. Ich mir den Young Frankenstein jetzt, ihr zwei haben glaube ich beide schon gesehen, oder? Schon lang, ha, meint ihr? Igor, nein, mein Name ist Igor, ich stamme von der Nordwand. Klar, in- und auswendig kenne ich den Film. Ja, nein, der ist wirklich, ich muss wirklich sagen, bin absolut begeistert gewesen. Ganz, ganz grosses Kino. Gene Wilder, der sich wirklich ein Wolf spielt. Also, wie der abgegangen ist in seiner Rolle, hey, richtig, richtig cool. Und ich bin auch wirklich sehr froh, habe ihn jetzt auf Englisch geschaut, weil der Film hat im Original relativ viele deutsche Wörter drin, wo er sonst, ja, wenn du nicht aus Schweiz, Deutschland, Österreich bist, würdest du die Hälfte von dem Zeug gar nicht richtig checken, aber so ist es natürlich gerade noch einmal geiler. Hey, ja, wirklich, ich bin mega dankbar, dass ich den so als erstes im Kino können sehen und erleben. Und ja, freue mich eigentlich schon drauf, wenn Sputnik in nächster Zeit wieder ein paar so Vorstellungen macht, weil sie werden weiter so arbeiten. Ich arbeite ja auch immer wieder mal zusammen mit dem Excelsior, mit unserem heißgeliebten Stammkino. Ist ja geil gewesen. Ich komme an die Kasse an und der Kinoinhaber dort, nimmt da Bilder für E-Mail-Account, zack, bumm. Hab's Ticket an. Also, ja, das ist die falsche Vorstellung. Das ist der Alien-Marathon beim Stefan gesehen. Aber wenn du schon beim Stefan gesehen bist, dann wirst du mir vermutlich auch nicht beschissen. Also, gehst rein. Ja, ich glaube, Peter heißt er, oder? Mein Peter. Hey, ich kann vielleicht schon kennengelernt. Ich kann den Namen fragen. Ja. Der ist schon ein paar Mal auf Kaffee und so beim Stefan gesehen, wenn ich auch da gesehen bin. Ja. Und ja, ich bin tatsächlich früher noch ein paar Mal im Sputnik gesehen. Habe ja das Liest gelehrt gemacht, also in die Schule gegangen dort. Ja. Und also dort habe ich noch nicht kennt. Aber eben durch den Stefan kennengelernt. Und ich bin ja dran. Ich probiere ja die zwei Herren und noch jemand anders zu organisieren für einmal einen Talk mit Kinobetreibern.
Hey, bin unbedingt. Ich dran. Und die haben beide schon zugesagt, aber ich wollte unbedingt am liebsten noch jemanden von einer grösseren Kette haben. Weißt du, dass wir noch ein bisschen, weißt, verschiedene Arten haben, nicht nur die kleinen Kinos. Wobei eigentlich wäre es fast spannender wahrscheinlich. Aber ich finde es eben noch cool, wenn man beide Seiten hört. Aber ja, da bin ich noch dran. Ja. Wir waren einmal dabei. Kennst du uns ja. Mhm. Gut. Hey, aber hey, Frankenstein Junior, Mel Brooks, cool. Ist jetzt nicht mein Liebling von ihm, aber sicher einer der besseren auch. Durchaus. Hey, ja, ich meine, klar, Spaceballs kannst du fast nicht toppen. Wir haben auch schon darüber diskutiert, Robin Hood hinten und Strumpfhosen. Fast die besseren Sprüche für Spaceballs, der bessere Film. Mhm. Aber hey, ganz ehrlich, mittlerweile muss ich sagen, gerade so ziemlich hinten dran kommt jetzt Young Frankenstein. Weil das ist ja, wirklich, durchaus. Hat riesig Fun gemacht. Ja, ich, und ich halt aber auch noch schauspielerisch. Großartig. Ja. Vor allem, was es halt ist, im Gegensatz zu den anderen Mel Brooks Filmen, es ist ja keine Parodie. Es ist in dem Sinn eigentlich wirklich ein Hommage an die alten Frankenstein-Filme. Darum, sie haben ja auch wirklich Originalsets vom alten Frankenstein-Film gehabt. Die haben ja noch im Vorspann, die haben sie ja noch einem Requisiteur Danke sagen, dass sie die Sets haben können brauchen. Und auch sonst, es ist ja eigentlich, es wird ja nicht so richtig ins Lächerliche gezogen. Der Igor vielleicht ein bisschen, aber ja. sonst wird, finde ich, gar nicht so viel ins Lächerliche gezogen. Und Tom. Ja, das stimmt. Eben, mal etwas anderes und ja, dann im Kino. Ja, das ist eben schon geil. Cool. Ja. Cool. Sehr cool. Dann hätten wir das Thema Kino schon einmal durch. Jetzt kommen wir dazu, was wir uns in der heimischen Glotze reinzugehen. Oder keine Ahnung, Gästeglotze oder wie auch immer, hauptsächlich Glotze. Und zwar hat der Alex einen Film geschaut. Ja, weiß ich auch nicht. Anisman oder was auch nicht. Also, oh, ich habe das P am Anfang vergessen. Sorry, das ist mein Fehler. Jetzt habe ich gemeint, das sei extra Zensur. Ja, nein, ist natürlich Penisman. Nein, sage ich, nein, Anisman. Hey, ein ganz seltsamer Film. Wow. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute würden ihn hassen. Das finde ich gut. Ja, aber irgendwie hat mir schon sehr gut gefallen. Hey, schau, es geht spät in den 70er Jahren und hat auch absolut genau den Look, wie 70er Jahre Filme haben, zwar die schlechteren, die billigeren. Also wirklich extrem körnig. Jede Kameraeinstellung ist nicht modern, sondern wirklich aus den 70er Jahren. Und für mich ist wirklich kameratechnisch 70er Jahre ist wahrscheinlich das spannendste Jahr oder Jahrzehnt gewesen. Ich finde, das ist am meisten passiert, wo heute noch für geile Bilder sorgt, wo sich auch immer noch sehr viele grosse Regisseure daran orientieren, meiner Meinung nach. Und von dem hat mich das sehr, sehr wundergenommen. Und es geht um eine kleine, unbewohnte Insel, so Cornwall-Gegend. Und es gibt also so eine Pflanze, Tierschützerin oder so. Und die wohnt allein da drauf und die dort beobachten seltene Blumen, die dort wachsen. Nehmen wir mal an, nur dort wächst. Und die tut einfach jeden Tag, läuft sie, wenn sie den gleichen Tagesablauf geht, läuft dort an, schaut die an, hat sich irgendetwas geändert, geht wieder zurück, wirft irgendwo einen Stein rein und so weiter. Und dann schreibt sie in das Tagebuch No Change oder eben auch nicht. Plötzlich gibt es vielleicht Änderungen. Mhm. Und der Film ist hardcore repetitiv. Also er geht 1,5 Stunden. Und ich sage es mal, in diesen 1,5 Stunden ist locker 1 Stunde passiert immer das Gleiche. Sie macht auch, sie ist einfach in langer Einstellungen und nicht sehr schön gedreht, eben genau das Gleiche, wie sie sich parat macht, wie sie dort runterläuft. Nicht einmal das Wetter ändert sich, es ändert sich eigentlich nichts. Es ist einschläfernd, einlullend. Und dann passieren aber immer wieder so Sachen, wo man halt wirklich frei zur Interpretation sind. Ich finde, es hat so ab und zu, es hat sehr viele surreale Momente. So, wo du nicht weißt, sind jetzt die Leute oder das, was jetzt passiert, ist das wirklich dort? Ist das nur in ihrem Kopf? Es hat zum Teil fast schon ein bisschen so Wicker Man-Vibes, aber halt längst nicht so unterhaltsam, muss man ganz klar sagen. Aber das Format, der Look und eben die Kamera, die sind herausragend. Alles andere ist so ein bisschen. Es ist ein Kunstfilm. Kann man wirklich sagen, es ist ein Kunstfilm, es ist kein Unterhaltungsschauwertfilm. Aber wirklich eigentlich nur zu empfehlen für Leute, die extrem auf, auf halt das Handwerk auch stehen und so Sachen sich können
gerade einen abholen oder so, keine Ahnung. Aber ich finde es wirklich irgendwie noch. Mir aha, Dornpenis-Man, ja, alles klar. Richtig, alles ja. Klar. Ah, okay. Nein, mir hat er wirklich eingelullt. Er hat mich nicht völlig begeistert oder so. Aber mal hat eigentlich. Gibt sicher spannende Gespräche mit Leuten, wenn ich wirklich sage, da habe ich allein geschaut. Wenn ich es mit jemandem geschaut habe, hat sicher noch das ein oder andere Gespräch gegeben, was hat das jetzt sollen. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es ein Film, wo man wie oft bei Kunst, wo man einfach Sachen sucht, die gar nicht da sind. Ich habe aber auch bewusst nichts nachher darüber gelesen. Weißt du, irgendwie so ein Regisseur, was sagt er dazu oder so. Weil ich habe gefunden, hey, ich lasse jetzt einfach auf mich wirken. Und irgendwie hätte mich ein bisschen gehabt. Ich habe nicht so verkehrt gefunden. Ist jetzt kein okay. Highlight, aber kann man machen. Okay. Ennis Man. Alles klar. Ennis. ich glaube, der Hill hat Redebedarf. Hill, Predator, ich, hast du dir mal wieder reingezogen? Ja, Predator oder Predator, wie heißt er schon wieder? Predator. No. Genau, aus dem 87. Ja, das ist so, ich glaube, Samstag zu Abend, eins am Morgen oder so, ist glaube ich, gesehen. Man ist so, oh, ich gehe ins Bett, man zappt noch kurz ein bisschen rum und dann, ah, oh, Predator, cool. Lügt kurz, ah, die Szene und Ding haben den ganz viel nicht gelügt. Ja, das ist so passiert. du, Predator, immer noch für mich ein Film, wo, auch wenn aus dem 87 ist, ich finde, er ist immer noch ist gut gealtert für mich. Mhm. Hat, vom, sag's, vom Handwerklichen, es ist die ungeschnittene Version gewesen, also wo eigentlich alles gesehen hast. Für geil. Mich immer noch, ich habe gerade auch für 87 sehr gut gemacht, mit den ganzen Gore-Szenen, wo eigentlich, der Film, ja, ist eigentlich, man kann sagen, Action, ja, ist ein Horrorfilm. Action-Horror, oder? Hey, das ist so eine Mixtur. Schon, oder? Ja, ich meine, du kannst eigentlich 50% Horror, 50% Action, also ja, in für so, mich, in ja. So eine Action-Creature-Feature. Und 200% ja. Testosteron, ja. Oder? Ja, ich glaube, es gibt gewisse Parallelen, kann man sagen, zu Aliens, also dem zweiten Alien-Teil, wo ja auch so eine Mixtur ja. Eigentlich ist, oder? Wo klar. Der erste ja. Schon mehr Horror, Sci-Fi ist, oder Sci-Fi-Horror, und der zweite ist ja eigentlich eher so Action-Horror. Ich finde, das bei Predator durchaus auch. Ja, ja. Cool. Ja. Ja, kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Muss man, glaube ich, fast so sagen. Was mir einfach aufgefallen ist, ist so ein bisschen das Militärspielen. Ich weiß nicht, ob das ist mir zuerst mal aufgefallen, so du merkst jetzt so typisch, das ist jetzt der Schauspieler, der eigentlich jetzt nicht sich auskennt im Militär, aber sie versuchen halt in der Militärgruppe sich halt so zu benennen, die sind immer umschleichen und die von einem Gebüsch ins andere laufen. Und das ist mir einfach so wahnsinnig aufgefallen. Ich dachte, ja, da könnte man wirklich mal so ein, zwei Stunden ein bisschen von einem Soldat so zeigen, wie es funktioniert. Aber sonst, du, nein, nicht gesagt, handwerklich sehr gut gemacht. Mhm. Ich finde auch immer, ich bin letztes Mal drüber gestolpert, dass ja Duvan Damme eigentlich zuerst der Actor gesehen war, also das der Predator selber, also das Monster dort mal gesehen ist. Dann irgendwie, dass er dort, das ist so, ein Monster ausgesehen, wie so eine riesen Kackerlage, ganz komisch. Ja. Zum Glück haben sie ihn dann nochmal überarbeitet. Mhm. Aber für mich immer ein Top-Film. Action-Horror mit viel Schauspiel, also nach dem Schwarzenegger, der Carl Reiter, den man noch kennt, Bill Duck, also gefüllt. Und ja, wie gesagt, also umgeschnitten muss man da schauen. Ich hatte einmal gesehen im öffentlichen Geschnitten und da hat der Kunst zum Teil gar nicht draus. Da hörst du auf mal irgendeinen schreien und dann ist einfach weg und der Kunde und nicht mehr ins Bild. Du weißt gar nicht, was ist passiert. Plötzlich ist schon nur eine rum. Ja, das ist eben scheiße, wenn das so in einer Handlung in so Lücken gibt, wo du dann in dem Schnitt gar nicht checkst. Das macht meistens den ganzen Film kaputt. Genau, du weißt immer, du siehst nicht, was ist passiert. Da ist jetzt einfach da gewesen und jetzt nicht mehr, also jetzt ist irgendeine andere Szene. Also dann denkst du so, hä? Aber zum Glück ist da aber nicht geschnitten gesehen. Mhm. Und ich habe es aber mittlerweile in einer Welt, wo ja den Film schlimm schneiden, ich weiß nicht. Ja, doch, doch, damit du nachher einen 5-Stunden-Snyder-Cut rausbringen kannst. Okay, das ja. Das aber ein Film, der bald 40 Jahre alt ist, da kann man zeigen.
Ja, unbedingt. Nein, ja, da sehe ich, sehe ich auch nicht, dass man da so blöd tut. Wirklich. Nein, absolut. Ja. All-time, einer von meinen all-time Lieblings-Action-Filmen, ganz klar. Ja. Das ist so. Mal. Haben wir ja auch erst gerade ein Dings dürfen sehen. Also erst gerade, das auch schon im Frühling gesehen. Im Mai. Aber am Cult Attack, 80 Jahre. Das Bern haben sie mir ja gezeigt. Ja. Naja, an dem Tag bin ich noch nicht rumgesehen. Bin erst am Samstag gekommen. Das ist richtig. Ja, aber es hat mega Spaß gemacht, auch wieder mal so. Ja, gut, das glaube ich nicht. Ja, vor allem so mit dieser Truppe dort, so einem Actionbrett. Mhm. Das stelle ich mir eben auch witzig vor. Das hat er eben auch wahnsinnig gut angepasst. Das muss man schon sagen. Mhm. Okay. Also, Predator. Dann bleiben wir ein bisschen beim Horror. Ich habe nach recht langer Zeit habe ich mir einen zweiten Teil reingezogen von einem Film, den ich noch viel länger nicht gesehen habe. Und zwar habe ich See No Evil 2 geschaut. Der ist ja so Anfangs Mitte 2000 ist der rausgekommen mit dem Glenn Jacobs, oder besser bekannt als der Wrestler Kane, in der Rolle vom Slasher eigentlich. Was ich damals recht interessant gefunden habe und mich auch jetzt wieder motiviert hat, um den Film zu schauen, weil es ist halt schon noch cool, wenn du als Slasher einfach so einen riesen Muskelberg hast, wo nicht viel muss reden muss, sondern einfach nur muss brutal sein und einfach physisch muss überzeugen. Das hat mich damals schon gereizt, das hat mich jetzt dazu gebracht, den Film zu schauen, also der zweite Teil. Sagen wir es mal so, er ist noch immer noch im unterhaltsamen Rahmen gesehen. Man hat auch gemerkt, es ist ein bisschen Budget um. Dementsprechend hat er auch nicht wirklich billig ausgesehen. Aber originell ist jetzt anders. Mhm. Also, wenn man jetzt den ersten Teil oben mega gut gefunden hat, dann kann man auch den Teil 2 noch schauen. Es ist ein komplett anderes Setting. Im ersten Teil ist es mehr oder weniger in einem grossen Wohnblock gesehen, wo halt ein paar Morde passiert sind. Jetzt ist es in einer Leichenhalle. Also sprich auch wieder abgeschlossenes Setting, wo man nicht einfach so daraus rauskommt, wie jetzt, wenn es von außen wäre oder irgend so etwas, was ich noch relativ stimmig finde bei Slasher-Filmen. Kills, sie sind ganz okay gewesen, nicht Neues, aber trotzdem haben die eigentlich noch Laune gemacht. Ja. Okay. Ja. Und für die weibliche Hauptrolle hat man, damit es noch ein bisschen interessant ist, noch Daniel Harris gecastet, wo man ja also wirklich aus 1000 Horrorfilmen kennt, was sicher nicht schlecht gewesen ist, aber es hat jetzt den Film auch nicht gerettet. Also es ist ein ziemlich durchschnittlicher Slasher-Film, nicht mehr, nicht weniger. Kann man mal machen, weiß man nicht. Verpasst man nicht so viel. Also, aber ich würde sagen, hey, für Horrorfans, weißt du, wo eh jeder Slasher schauen, etwas, oder eher für Wrestling-Fans, die eh alles schauen mit Wrestler? Nein, für die Horror-Fans, die wirklich alles schauen. Weil dann ist er immer noch besser als ganz, ganz viel, was auf dem Markt ist. Okay. Ja. Finde ich. Aber, yes. Aber eben, es gibt anderes, was man schauen kann. Apropos anders, was man schauen kann, vielleicht aber nicht unbedingt muss oder soll. Jetzt bin ich richtig gespannt, Alex. Oh. The Lion King von 2019. Ah, Sabania, sie los, kennen Sie ja. Ja, ja. Jo! Klar. Genau, nein, ich bin mit meiner Freundin daheim geguckt und dann haben sie irgendwie gehabt von Lion King. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf froh sind, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall haben wir dann gefunden, hey, komm, dann müssen wir unbedingt mal schauen. Und jetzt ich gemeint, hast du eigentlich die Neufassung schon gesehen? Ihr seht eben richtig nice aus und so. Und ich fand, hey, bin ich doch dabei, oder? Bin ja open-minded, wie man so ist. Und ich habe dann auch einen Großteil vom Film allein schauen, weil sie relativ schnell eingeschlafen ist. Aber der Film selber ist, es ist im Fall wirklich unheimlich. Ich habe wirklich original Lion King von 94 habe ich nicht mehr gesehen seit 96. Nein, keine Ahnung, vielleicht seit Anfang 2000er mal nochmal gesehen. Habe ich ewig lang her. Ich weiß, ich habe ihn im Kino gesehen, als kleiner Bub und so, und habe es super gefunden natürlich. Und mega
krass und traurig und überhaupt, oder? Ich meine, ja, Spoiler, oder? Der Vater von der Hauptfigur stirbt relativ früh am Anfang und so. Das ist schon. Was? Ja, es ist schon. Auffassung, seid schnell mal schön mit euch. Und hey, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, es ist halt so fotorealistisch gemacht vom CGI. Das heißt, Tiere sehen halt wirklich aus wie echte Tiere. Klar, Computer generiert, auch die Landschaft etc. Also sie haben nicht irgendwelche lustigen Neugle oder weißt irgendwie Hand plötzlich oder so etwas, wie man es oft hat, oder? Bei so Animationsfilmen, sondern sind halt wirklich echte Tiere, die reden. Und das sieht zwar, wenn sie nicht reden, sieht das unheimlich krass gut aus. Also wirklich, wirklich technisch, also für mich überragend gut. Muss ich wirklich sagen, es hat mich überrascht, wie gut das aussieht. Es wirkt halt einfach ein bisschen komisch, wenn dann die genau gleichen Gags und Sprüche machen, wie sie es halt in der Comic-Verfilmung machen, oder? In der Zeichneten. Weil was ich meine, also, weil halt Comic-Figur, die können halt dann artikulieren, die Augen weit aufrissen und irgendwie so Grimassen machen etc. Und bei dir, die machen nicht wirklich Grimassen. Die bewegen halt einfach ihr Maul und du hörst halt dann die Sprecher, genau die gleichen, sind genau die gleichen Gags. Das sind, also wirklich, Szene für Szene, Bild für Bild, es ist praktisch der gleiche Film. Es ist eigentlich nicht angepasst, außer oder geändert, außer ein, zwei ganz kleine Sachen. Moment schnell. Mehr Momente uns, ja. Sorry, gerade ein technisches Problem gehabt. Das So. okay. Nein, nein, alles gut. Nein, außer, wo man einen Unterschied gemerkt hat, ist gesehen, zum Teil bei der Musik und bei den Sprechern. Und da muss ich wirklich sagen, die Sprecher, die da dabei sind, also sind auch wieder gespickt mit bekannten Namen, also Seth Rogen, Beyoncé und so weiter und so fort. Aber die Sprecher vom Original sind einfach einiges besser, wie ich finde. Die habe ich wirklich viel, viel, viel besser in Erinnerung. Und ich habe mich halt gefragt, weißt du, mein Lion King hat so viele Hits musikalisch, oder? Also der Score ist Wahnsinn von Hans Zimmer. Das ist absolut bahnbrechend. Auch die Lieder einfach nur, wenn da die Gnuherde kommt, weißt du, und der Mufasa dort am Hang ist und so, das ist so dramatisch, so geil. Das ist alles gleich. Und halt die ganzen Elton John-Lieder, die man ein bisschen kennt, oder? Eben Circle of Life oder I Just Can't Wait to Be King und Can You Feel the Love Tonight? Das ist alles fein und gut. Ist halt einfach eben Can You Feel the Love Tonight, ist zum Beispiel eben dann von der Beyoncé gesungen. Sie halten sich einigermaßen zurück mit ihrem typischen Yeah und Single Ladies Tour. Das ist noch nice, das ist okay. Aber ich freue mich halt immer auf den Be Prepared Song. Das ist der, wo der Scar singt vor den Hyänen, wo er seine bösen Pläne hinbringt. Weißt du, welchen Song ich meine? Ja. Be Prepared. Weißt du? Hey, und er ist so lausig in dem Film. Das hat mir wirklich weh getan. Das habe ich hure schade gefunden, weil im Original ist es so mega bombastisch und halt Disney Musical-mäßig. Und da ist er eigentlich, redet er eigentlich mehr der Text und flüstert drin. Und es ist gar nicht so richtig gesungen, sondern es ist einfach so, er erzählt das einfach quasi. Und ich habe es ewig gar nicht geschnallt, dass es schon der Song ist. Aber jetzt, hey, die hat sogar gesagt, das ist doch aus dem Song. Wieso sagt er jetzt das rum und singt es nicht? Ah, shit, das ist ja so. Jo. Hey, eben, irgendwie. Eigentlich saugeil gemacht alles, technisch top. Es wirkt halt komisch, wenn echte, wirklich echt wirkende Tiere den reden. Das ist so ein bisschen komisch. So. Sind so wie so mit einem KI-Tool generiert. Weißt, es gibt auch so Apps, wo du kannst irgendwie die Haustiere Fotos machen und dann machst du einen Maul draus. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht für uns. Es sieht ja so aus, einfach in gut. Und ja, hey, ich finde es eigentlich nicht ein schlechter Take. Braucht es den? Ich glaube es nicht. Das Original schlägt mir halt immer noch ein bisschen. Okay, gut. Also, Lion King, Ui. die neue Version. Ui, jetzt habe ich gerade einen bösen Blick von der Seite bekommen. Ja, genau. Es ist, wie Okay. es ist. Jo, danke. Apropos ist, wie es ist. Hill. Ja, immer noch No, da. knock at the cabin. Weißt du? Ja. Knock, knock. Ja. Ja. No. Ich bringe jetzt keine blöden Witze. Die kommen heute nicht gut. Jo, der Film Knock at the Cabin. Der ist ja ziemlich neu. Wir haben, glaube ich, vermutlich alle, die entsprechende Streaming-Dienste abonniert haben, in dem Fall Sky, haben vermutlich schon ein bisschen Werbung dafür gesehen. Wie Ich hast du habe den ja gefunden? den Kino gesehen, also Entschuldigung.
Ja, das, aber wir reden von jetzt, nicht ja, von der Vergangenheit. Von heute, nicht von gestern. Ja. Ja, ja. Wir sind von gestern reden, aber von heute. Nein, falsch. Ja, ja. Habe ich angefunden. Ja, beschissen, würde ich mal sagen. Ah, das ist schön. Das höre ich immer gerne. Aber trotzdem gelügt. Ja. Du, nein, es ist. Ich meine, man hätte schon irgendwie gesehen, gehabt, bei den Trailers und also. Und in einem Kino gelaufen ist, hat man so ein bisschen was rausgeschmeckt. Mhm. Dass es eine Geschichte ist, weil ich meine, der Name sagt, um ein Haus geht im Wald. Und sonst eigentlich nicht um mehr. Wo eine kleine Familie, also zwei Männer und eine Tochter, werden bekommen Besuch von vier Fremden. Und dann entwickelt sich da eine Dramaturgie daraus. Und ja, es ist. Also am Anfang an, also vom Anfang hat es so viele schöne Bilder vom Wald so, und ich fand auch so, oh, das wäre cool. Ich meine, es ist auch ein Night Shyamalan-Film, wo man eigentlich doch auch immer wieder was erwarten darf. Oder halt eben nicht, das ist immer so das Problem bei ihm. Das ist ein bisschen seine eigene Weg, nicht wahr? Obwohl geschichtlich eigentlich immer sehr interessant, aber halt Umsetzung oft so ein bisschen, ja, so könnte man vielleicht noch ein bisschen was ausschmücken oder so? Weil meistens sagst du am Schluss da und denkst, weiß ich dann, was hätte es gefällt, dass er da am Schluss dann irgendwie, weiß ich jetzt, irgendwie fällt mir so ein bisschen bei ihm oft so, wie soll ich sagen, so Dramaturgie am Ende, so die Explosion. Bei ihm ist es eher so, es flacht ein bisschen ab, habe ich das Gefühl, bis in den Film. Also, Entschuldigung, das heißt so nicht verallgemeinern. Also ich rede jetzt nicht von der Geschichte, wie sie ausgeht, sondern eher so die Umsetzung. Es ist dann eher immer die Schluss meistens so ruhig. Und lösen sich sehr schnell eigentlich auf. Was ich eigentlich schon gut finde, aber mit dem Knall fehlt mir so ein bisschen. So das Dramatische eher. Wie sie so eine Geschichte beim Auflösen. Es ist irgendwie so, ich weiß immer so ein bisschen mir. Es ist dann irgendwie so, ah, okay. Noch schnell, die letzten 10 Minuten hat sich dann gelöst. Das ist so Shyamalan-Style für mich. Nicht bei allen, aber doch bei einigen. Und da ist halt auch irgendwie, Geschichte ist jetzt nicht komplex, ist auch nicht wirklich lang, also gleich ziemlich schnell kristallisiert es aus, um was es geht. Und auch gegen Schluss, Dave Bautista spielt noch mit und Robert Grint. Da von Harry Potter, Drohjob. Also Dave Bautista für mich füllt eigentlich den Film am meisten aus. Das macht er auch mit seinem Kasten. und ich sehe ihn auch gerne auch in diesem Film. Man hat da eher so eine ruhige Rolle. Also ruhig im Sinn von, sag ich mal, ein Charakter, der zuvorkommend ist und so und eigentlich eine Liebe, obwohl er eigentlich gar nicht so aussieht. Ihn schaue ich da gerne zu und er hat mir gefallen in dem Film, aber man hat auch generell, ich sage es in dem Film, haben auch die Schauspieler nicht so viel Chance gehabt, sich irgendwie zu entfalten, würde ich mal sagen. Irgendwie läuft die Geschichte, wie der Alex gerne sagt, ein bisschen wenig Fleisch am Knochen hat. So. Und das habe ich so recht bemangelt. Obwohl 1 Stunde 40 geht, geht sie doch schnell vorbei. Also es ist schon die Geschichte läuft, das ist schon auch gut, aber es ist in dem Sinne nicht, wo passiert, wo du denkst, so, oh cool, oder oh, hat mich jetzt überrascht. Sondern eigentlich von Anfang an weißt du, wie es dann weitergeht. Also du weißt jetzt, was als nächstes kommt und so. Okay. Und dann, sagen wir, von der Geschichte, dann, so wie sie sich dann endet und auflöst und alles, ist irgendwie für mich am Schluss ist einfach zu wenig. Es ist so, Weiß jetzt. Ja, ich bin voll bei dir, also eigentlich bei allen Punkten. Das Schöne ist gesehen, der hat auch genau gestartet am Geburtstag von unserem lieben Freund, André, von Filmarchiv. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist genau an seinem Geburtstag, hat er gestartet im Kino. Das ist natürlich schön gewesen, den da so quasi im Kino mit ihm. Ich bin zwar nicht dabei gewesen, da hat er tatsächlich, ich glaube, krank gewesen. Oder irgendetwas gesehen. Aber natürlich eine mega coole Geschichte. Und ich kann eben nur den Ordner noch ins Spiel bringen, weil freut euch drauf, da kommt gleich etwas Grosses auf euch zu. Wieder mal ein richtig geiles Quiz, so viel darf ich schon verraten. Aber hey, ansonsten jetzt so Knock at the Cabin.
ich gebe da allen Punkte recht. Ich habe wenigstens nicht ganz so beknackt gefunden und so zum Teil schon fast lächerlich wie da sein letzter. Ja, Old ist ja, genau, dann, ja, genau, dann ja ultra mies gefunden. Aber immerhin, ja, wieder ein bisschen mehr. Ja, down ja, to ist, earth. Dann ist das viel besser gesehen als Old, und er gefunden. Ja, aber auch am Schluss irgendwie. Ja, es hat einfach so was gefallen. Oder? Das ist der Schluss, ja, ja. Das ist. Ja, gell, wie immer warte ich halt immer, dass irgendein crazy Twist kommt. Mhm. Und ja, da ist er nicht so crazy. Also, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich so. Ja, bei meisten habe ich irgendwie so, ja, es geht genau in halt die Richtung. Also, es überrascht nicht groß. Gut, ich finde, ich mein, das Budget ist jetzt 20 Millionen gesehen. Ich mein, ja, das ist jetzt halt. Das ist auch gut. Ja, ja. Es braucht nicht mehr für eine gute Geschichte. Ja, ja. Ja, das ist ja so. Ah, ja. Ja, okay. Gut. Du hast ihn nicht gesehen, oder, Spike? Nein. Und reizt mir irgendwie überhaupt nicht. Also, auch wenn ich euch jetzt so zulasse, so, ja. Aber was man kann sagen, da hat er schon recht, der Hill. Bautista ist sicher der spannendere Schauspieler als der Kane. Hey, der Kane, hat ja, gesehen, ja. Der Kane hat ja auch nicht Schauspieler in dem Sinn. Er ist einfach präsent gewesen. Und was man, ey, du hast Kane nicht unrecht, der Mann ist wahnsinnig belesen, intelligent und redegewandt im echten Leben. Der ist aber ja sogar gute, Bürgermeister. Ich weiß, aber schlaue Menschen sind nicht wegen dem gute Schauspieler. Also schon. Ja. Im Gegenteil, ich glaube sogar, die meisten guten Schauspieler sind sau dämlich. Aber ja, sonst würden sie ja ständig ihre Meinung kundtun. Anstatt, Menschen, die nicht schlau sind, sind auch oft in der Politik. Das ist ja auch wieder. Ja, aber die spielen ja auch eine Rolle. Ja, ja, alle spielen oder eine Rolle. Oder sie haben einen Filmpodcast. Was? Nein, jetzt lernt's. Okay, also, soviel zu Knock at the Cabin. Dann kommen wir mal weiter zu einem Film, den ich jetzt endlich nachgeholt habe. Mhm. Da hat es jetzt eben auf Paramount Plus drauf gehabt. Dann habe ich gefunden, hey, komm, da schaue ich jetzt einmal. Ich hatte eigentlich schon immer mal auf der Liste gehabt, vor allem wegen dem Hauptdarsteller, und habe ihn irgendwie nie geschaut. Jetzt habe ich ihn einmal nachgeholt. Und zwar von 1986, Henry, Portrait of a Serial Killer. Okay. Mit dem Michael Rooker in der Hauptrolle. Hey, ich muss sagen, beeindruckend, finde ich. Weil also Michael Rooker ist der einzige Schauspieler, der da mitspielt. Es hat ja eigentlich nur etwa drei Schauspieler, die man wirklich öfter sieht. Michael Rooker ist der einzige, den man auch heute noch richtig kennt. Der eine andere Kumpel von ihm, also sein Mitbewohner besser gesagt, den kennt man noch aus ein paar Rob-Zombie-Filmen. Also nicht mehr wirklich aus viel größere Produktionen. Und der Film ist auch sehr. Also er hat ja ein paar Gore-Effekte drin, aber auch nicht allzu viel. Er ist relativ subtil und trotzdem, was der Film einfach ankriegt, mit einfachen Mitteln, mit gut geschriebenen Rollen, er bringt dir wirklich den Sadismus, den gewisse Menschen in sich haben, wirklich näher und lässt dich da richtig spüren. Und es ist jetzt nicht so, dass du findest so, ah, okay, das ist jetzt ein geiler Sieg, wie es doch ab und zu noch so ist. Gerade in den Slasher-Filmen sind ja meistens wirklich die Antagonisten irgendwo die Helden oder die, die man will sehen will. Sondern nein, das sind doch richtige Arschlöcher und man hasst sie eigentlich. Und denkt einfach nur, wie kann man so drauf sein? Und wenn das so überkommt, sorry, dann ist das einfach grossartig gemacht. Also wirklich. Ich finde auch von der Inszenierung her, also dem Regisseur, muss ich sagen, hey, richtig, richtig geilen Job gemacht. Weil die Schauspieler wohl einfach vermutlich über dem, was sie eigentlich können, angeleitet dazu, einfach nur das Nötigste zu machen, aber das dann in den verschiedenen Szenen einfach so übergebracht, dass sie das irgendwie packt. Also, ja. Für mich definitiv ein Film zum Empfehlen. Das sollte man als Horrorfan wirklich einmal gesehen haben. Yes. Jo. Schon lange auf der Liste, aber immer noch nicht reingezogen. Ah, okay. Muss ich endlich nachholen. Ich habe sogar hier ready zum Schauen, aber ich habe es nie geschafft. Vielleicht schaffe ich es vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal. Wäre vielleicht noch cool. Kann ich auch noch meinen Senf zugeben.
Sehr cool. Würde mich aber eben, ich höre eigentlich auch nur gut, also nicht nur von dir. Das ja. ist wirklich, ja. Ja, und eben für alle anderen, die jetzt nicht gerade neben da oben zu liegen haben, Paramount Plus, kann man ihn auch streamen. Jo. Dann gehen wir doch mal weiter vom Henry Portrait of a Serial Killer zu einem Film, den ich mich gerade frage, geht es um einen Sportler oder um einen Darsteller von Friends? Der Alex hat den Schwimmer geschaut. Stark. Bing. Da wäre ich gar gewusst, was du redest. Jo. The Swimmer ist ein Film aus dem 1968 mit dem Burt Lancaster in der Hauptrolle. Anfänglich Regie Frank Perry, ist dann allerdings innerhalb von der während der Produktion abgelöst worden von einem der bekanntesten Leute so aus dem Regiefach, von Sidney Pollack. Ich habe schon gehört. Und ja, um was geht's? Der Film spielt, es ist da Kalifornien-Gegend, genau. So typische Suburbs, weißt du, die Vororte oder, von einer größeren kalifornischen Stadt, oder? Alle wohnen so in so einem Tal, oder? Alle haben so riesige Villen, mit halt, alle haben einen Pool. Logisch, das hat es dort schon gegeben. Und Burt Lancaster ist ziemlich surreal von dem Film. Der kommt in einen Pool, geht dort schwimmen, dann kommen irgendwelche anderen Nachbarn und reden mit ihm. Und sind halt alles so ein bisschen mehr bessere, oder? In der Region, in der Gegend. Und plötzlich findet er so, hey, ich soll langsam heimgehen, aber auf meinem Weg heim, ich könnte eigentlich fast heimschwimmen. Und zwar durch alle Pools bei allen Nachbarn. Es hat so viele Pools. Und darum nimmt er sich das so als Ziel fassen, dass er den ganzen Tag eigentlich seinen Heimweg durch alle Gärten von allen Nachbarn durchgeht, durch das ganze Tal und eigentlich immer jeweils im Pool kommt und da durchschwimmt. Und bei diesen Leuten daheim, da trifft er halt immer wieder auf andere Menschen, auf andere Konstellationen, auf Leute, die sich freuen ihn zu sehen, Leute, die ihn weniger toll finden und so weiter. Und man erfährt dann mit der Zeit, dass da einiges mehr dahinter steckt, als nur, dass er einfach ein Spinner ist, weil er einfach eine lustige Idee hat. Sondern, dass er eigentlich ziemlich, wie will man es sagen, man darf eben nicht zu viel verraten. Es würde den Film mega von kaputt machen. Ich kann einfach so sagen, er merkt plötzlich, dass er einiges in seinem Leben verdrängt hat und auf dieser Reise von Pool zu Pool, von Nachbar zu Nachbar, wo er zum einen näher, zum einen weniger nach kennt hat, merkt man eigentlich, dass nicht alles so toll ist an diesem Mensch. Und dass da einiges schief gelaufen ist in seinem Leben und dass er wie das verdrängt hat. Und die Leute bringen ihn eigentlich wieder drauf. Ist unheimlich, hat natürlich unheimlich viel Interpretationsspielraum. Ganz, ganz, ganz clever natürlich auch. Oder? Ich meine, allein schon der Ort, wo es stattfindet. Oder eben immer nur bei den Meerbesseren. Und eigentlich mit jedem Poolsprung, tust du, Achtung, Wortspiel, die vertauchen in die Psyche von der Hauptfigur, wo wahnsinnig toll gespielt ist von Burt Lancaster. Sicher einer der ganz grossen alten Hollywood-Haudegen. Er hat auch immer gesagt, in jedem Interview danach, das ist ganz klar der beste Film, den er je mitgemacht hat und die beste Rolle, die er je gehabt hat. Das ist schon ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt, obwohl er ja wirklich ein paar Riesenfiguren und Filme gehabt hat. Und der Film ist einfach von seiner Machart her, er lässt sich Zeit, aber er lullt einen so richtig ein. Und Jungs, ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 10, 15 Minuten hat so viel Tragik, so viel Interpretationsspielraum, so viel Metapheren aufs Leben, auf Tragödie, auf Verarbeitung, von Traumas, von eben, nicht alle Menschen sind schwarz-weiß, oder? Das ist bei ihm erst recht so. Hey, das ist wirklich selten so etwas nochmal gesehen. Also, der hat wirklich, ich habe lange gebraucht, bis ich reingekommen bin. Und man hat eh immer, weißt du, mit so alten Filmen braucht man ja einmal ein bisschen, auch ich, so ein bisschen eine Überwindung. Weißt du, so ja, ein bisschen, ja, klar. Ist halt, sie sind halt ein bisschen langsamer erzählt und die Art und Weise, sie reden, schon nicht mehr so, wie man heute redet. Und eine Wahlscheibe so am Telefon. Ja, genau. Und ich meine, der Mann ist weit über 50 gesehen, aber der ist gebaut in diesem Film. Also das ist der Wahnsinn. Der hat sich aber auch für den Film hardcore vorbereitet. Der ist vorher eben eher wasserschüch gesehen, also der hat kaum können schwimmen. Okay. Er hat sich wirklich vorbereitet drauf und hat da mit einem ehemaligen olympischen Teilnehmer hat wirklich hartes Schwimmtraining gemacht und hat sich wirklich drauf gehabt, auch wenn er nur im Pool hier und her schwimmt. Aber
Also man sieht es im Körperbau. Also, also wenn du mit 50 so alt bist, hol die Waldfee. Hast aber Glück gehabt im Leben. Oder eben viel dafür gemacht. Und das ist trotz die letzten 10%, die haben mich richtig mitgenommen. Ohne Witz, also ich bin, ja, ich sage es nicht gerade mit glasigen Augen da gehockt, aber hat wirklich da nicht gespürt, ganz tief im Magen. Toller Film. Also für mich grandios. Also sehr starke Empfehlung für Leute, die gerne einen Film haben, wo auch mal ein bisschen wehtun, wo die auch selber, wo du dich selber auch mal hinterfragst, oder? Was hast du in deinem Leben schon Gutes, aber auch Schlechtes gemacht? Was hat das für Auswirkungen gehabt? Wie hast du mit dem dealt oder bist du mit dem umgegangen? Wie viel davon hast du wirklich verarbeitet? Wie viel hast du einfach verdrängt? Ganz, ganz ein toller Film. Ey, The Swimmer, starke Empfehlung von mir. Okay. Du hast einmal ziemlich ansprechend verkauft für so einen doch älteren Film, muss ich wirklich sagen. Tönt Das freut gut. mich. Das Ja. freut mich. Nein. Okay, also. Der Schwimmer. Dann Yes. machen wir weiter. Der Hill hat keine Filme mehr geschaut, kommt später noch einmal an die Reihe. Ich habe noch einen recht neuen geschaut. Und zwar habe ich Totally Killer geschaut. Totally Killer vom 2023. In der Hauptrolle. Sie hat so einen mega schwierig auszusprechenden Namen. Kiernan Shipka, also sie ist die in der neuen Version von der Sabrina, also der Hex-Serie, die Hauptrolle gespielt hat. Ah, ja, Ich habe die da Serie kenne ich gar nicht, die. hab die Serie gar nicht einmal so schlecht gefunden. Da habe ich gefunden, komm, schauen wir da jetzt auch mal rein. Grundstory ist eigentlich so simpel, abstrus wie originell, muss ich wirklich sagen. Also eigentlich ist der Film so ein Mix aus Scream und Hot Tube Time Machine. Also so eine kurz zusammengefasst, ein Serienkiller, der Sweet 16 Killer, aber eigentlich nur 16-Jährige tötet mit 16 Messerstich. Finde ich originell. Tötet plötzlich wieder und Tochter von dem Opfer, wo ihm aber früher davongekommen ist eben Kiernan Shipka. Und irgendwie passiert es dann halt, dass sie durch eine Zeitmaschine in die Vergangenheit, ins Jahr 1987 reist und ja, versucht dort herauszufinden, wer der Killer ist, weil vielleicht kann sie ja den Mord verhindern. So weit zu der Grundprämisse, die hätte ich eigentlich sau spannend gefunden. Und man hat auch, ja, man hat ein paar 80er-Jahre-Klischees verwendet, aber nicht unbedingt die man immer verwendet. Das habe ich auch noch relativ originell gefunden. Aber ja, es lässt dann leider relativ klein nach, weil vor allem die ganzen 80er-Jahre-Kids, sagen wir es mal so, man gönnt ihnen den Tod. Sie sind so nervig alle zusammen. Es ist wirklich, oh, übel. Aber sonst, die Story ist eigentlich noch recht spannend gehalten. Auch, eben darum sage ich wirklich ganz bewusst, ein etwas von Scream hat es. Auch eben das, wer ist es gewesen und alles und wer kommt überhaupt in Frage und so. Das setzt man alles recht cool um. Jo, also immer noch ein bisschen überdurchschnittlicher Horrorfilm, wo man aber viel mehr hätte daraus machen Ich wollte da unbedingt auch noch können. schauen. Irgendwie, ich habe, ich gucke, glaube recht um im Moment. Also ich höre recht viel, ich habe das Gefühl, jeder schaut da. Ich glaube, ein ziemlicher Bass, trotz allem, aber ich weiß gar nicht warum. Ist er denn, ja. Keine Ahnung. Die Leute haben vielleicht mal wieder irgendwie einen Grund gehabt, zum auf Amazon Prime gehen oder so, weißt du, ich auch nicht, vielleicht hat es irgendwann mal wieder einen Gratis-Monat oder sowas gegeben. Ja, das. Oder was halt auch einfach sein, gell? Allgemein, gell, im Oktober, da schauen die Leute einfach alle gerne Horrorfilme. Ist halt einfach Jo, irgendwie, klar. das kann es auch sein, oder? Dann ist halt gerade neue Sachen rausgekommen. Du siehst ja auf den ganzen Streamer, jeder Streamer, wenn du neu aufmachst, hat überall irgendeinen Sektor Horrorfilm aktuell. Ja, Ganz ja. groß oben, ganz präsent, oder? Außer Disney Plus, die nennen es Thriller. Ist es so? Das ist es so, ja. Nein, ich komme jetzt. Doch. Hä? Ah ja? Ja.
Okay. Ja, hey, Disney übrigens, Tag von dieser Aufnahme, es ist Dienstag, der 17., oder? Ich Ja. glaube, gestern ist es 100-Jährige gesehen von Disney. Ah. Ja, Okay. das wollte ich eigentlich vorher bei Lion King noch sagen, habe ich verkackt, so ist das. Aber Knapp. ja, am 16. Oktober 2023 ist Walt Disney Company gegründet worden. Und haben irgendwie Okay. 440 Filme rausgebracht, unter dem Banner Disney. Wir haben natürlich jetzt das ganze Neue eingekauft, oder? Weißt Star Wars und das Zeug, oder? Und was die ganze Fox-Sache dazu nennt, wo ja mittlerweile auch Disney davor hat, sind weit, viel, viel mehr. Aber Ja, klar. gleich. Schöne Happy Birthday an der Stelle, ja. Ja. Happy Birthday dem alten Nazi. Also, dürfen wir das sagen? Ich weiß gar nicht. Er ist ja eh tot. Was? Ja, ist schon ein bisschen diskriminierend. Also alt zu sagen. Ja. Gut, Junge ist ja auch nicht gesehen, nein. Das ist Aber richtig, aber es wäre trotzdem höflicher. Aber egal, wir sind nicht für er ist Höflichkeiten doch einer bekannt. von denen, wo man immer sagt, er ist eingefroren irgendwo. Weißt du, wie du Elvis und so. Gibt es also so zwei, drei so Celebrities, wo man sagt, die sind irgendwo eingefroren Ja. für zum Warten, bis irgendwie ja, die Heilung von ihrer Krankheit kommt. Ja, Gut, das also. gibt es ja so Firmen, wo kannst du das machen. Also wirklich jetzt? Hä? Also, sobald du, glaube ich, stirbst, wirst du eingefroren. Ah. Du kannst, glaub, auch Da. nur du kannst nur die Kopf einfrieren lassen. Es ist mir ein Luxus, es zu einer Firma, du zahlst, glaube Schweine viel Geld. Ja, gut, aber die meisten Leute, die sich können leisten, sich so einfrieren zu lassen, denen ihr Kopf ist nicht wert. Ja. Ja, das will ich so Ja. nicht sagen, aber ich, mein Kopf würde jetzt auch nicht einfrieren lassen, dann würde ich am ehesten wollen auswechseln. Komisch. Na Ja, gut. aber egal. Okay, also gehen wir doch noch eine Nummer weiter. Apropos Disney und lustige Figuren und so, der Alex hat mal wieder einen Muppets-Film geschaut, Muppets from Space. Ja, Zum habe ich wievielten geschaut. Mal? Tatsächlich habe ich da, ich glaube, erst zum zweiten Mal gesehen. Nein. Mal. Ich habe da immer vergessen, dass es da überhaupt gibt. Dabei ist Ja. er aus dem 99 und so im Zuge von der Vorbereitungen zu unserem nächsten Jahrgangsfolge, wo nach unserem Horror-Oktober oder Schocktober wird rauskommen, habe ich also ein paar 99er-Filme abgeklappert. Und vor allem auch einige nochmal aufgefrischt. Und das ist einer von denen. Da habe ich gedacht, hey, ich habe recht viel schwere Kost geschaut in letzter Zeit. Oder einfach mal wieder Bock gehabt, einfach mal ja, ein bisschen lächeln und herzig und so. Und ey, mein Muppets und die Hauptfigur ist einfach Motherfucking Gonzo. Eh meine Lieblingsfigur, oder? Das ist der mit der krummen Nase. Und ja, und dann geht es einfach darum, dass halt er eigentlich einsam ist, weil alle anderen sind ja irgendwie, haben irgendwie Verwandte, sind Bären, sind Schweine oder Shrimps oder von mir ist halt Frösche, wie der Kermit. Und bei ihm ist ja auch so nicht klar, woher er eigentlich kommt. Er ist so einsam oder? Und er will eigentlich wissen, woher er kommt. Und dann plötzlich wird er kontaktiert über seine Müsli-Flocke, über so Fruit Loops-artige mit Buchstaben von Aliens. Und dass die quasi, dass er ein Alien ist und dass sie ihn abholen wollen. Und jo, und dann passiert halt wie immer das Ganze. Natürlich ist die Regierung noch am Werk und die Regierung findet das nicht cool. Es fühlt sich alles ein bisschen an wie eine Alf-Folge, einfach mit den Muppets, kann man schon ein bisschen so sagen. Und es ist halt leider wirklich so ziemlich wahrscheinlich der schwächste Muppets-Film, würde ich mal sagen. Gerade vor der alten, würde ich jetzt schon sagen, weil es fehlt ein bisschen an den wirklich für mich immer wahnsinnig gut zündenden Gags, die es sonst hat. Es hat auch hier ein paar Grossartige. Also, wenn du Gonzo mit dem Rasenmäher probiert, einem hier in den Rasen reinzuschneiden und dann einfach stundenlang mit seinem Rasenmäher rumtun. Es sieht einfach geil aus, als so der fucking Puppe auf dem Rasenmäher rumfährt. Klar, ich bin einfach gestrickt, okay? Was auch cool ist, dass sehr viele andere Figuren haben ein bisschen mehr Auftritt, wie zum Beispiel der Pepe. Ich bin großer Fan von Pepe. Pepe ist der Shrimp, also er ist eben nicht der Shrimp. I'm a King Prawn. Und der steht immer mit, eben der aussieht halt wie ein Shrimp, aber immer mit so dem spanischen Akzent, die Mexikanische dort reden. Der hat einen großen Anteil vom Film. Und auch natürlich der beste Freund vom Gonzo Tratte, der Rizzo.
Und allein, wenn der Rizzo im Labor vom US-Geheimdienst, wie auch immer, landet bei anderen Laborratten und die haben so wie ein Knast-Szenario aufgebaut. Weißt du, alle Ratten dort sind ja halt so die typischen Figuren, die du immer im Knast siehst. So die eine Ratte hat so eine geile Bürstenschnittfrisur und so ein Unterhemd an. Und, weil sie sind ja schon, haben ja schon Fälle. Aber natürlich kommt aus dem Unterhemd kommen noch mehr Haare so aus, weißt du, so Brusthaar und so das Goldkette und so. Hey, ich muss einfach lachen, ich finde es super lustig. Und, aber was ein bisschen komisch ist an dem, die vorhergehenden Muppets-Filme, die haben immer so ein bisschen Musical-Nummern auch gehabt. Mhm. Oder? Wo sie gesungen haben, so Originallieder oder zum Teil bekannte Melodien, einfach neue Texte dazu und so. Und da ist einfach Funk-Musik, wirklich so richtige Funk-Lieder. Mhm. Und das klingt heute komisch, wenn du da einen Film schaust. Und das ist auch 99, hätte das schon nicht passt. Das finde ich sehr, sehr unpassend, finde ich schade. Mhm. Ja, aber hey, ganz ehrlich, für mich immer noch mehr Herz, mehr Unterhaltung als ein Großteil von diesen 0815 Animationsfilmen, die heute so rausgeworfen werden, gefühlt jeden Monat 24 ins Kino und auf all die Streamer. Ja. Ich bin halt einfach Muppets-Fan durch und durch, auch wenn das einfach der Schlechteren ist. Ja. Genau. Okay. Gut. So viel zum Thema Muppets from Space. Yes. Dann hast du noch als letzten Film heute Dagon geschaut. Richtig. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird gar nicht ausgesprochen. dann ist umso besser. Nicht. Ja, das ist berühmt. Es ist ein Film aus dem 2001. Ich glaube, ziemlich sicher, das war ein Fernsehfilm. Ich habe mich aber nicht darauf festnageln. Ich bin nicht sicher. Er wirkt einmal wie ein Fernsehfilm von der Machart. Aus dem 2001, berühmt auf einer Geschichte von H.P. Lovecraft. Regie geführt von Stuart Gordon. Den kennen wir von Reanimator. Das war der Regisseur dort und Treiber halt da. Und ich dachte, das hört ja eigentlich noch gut. Und er hat tatsächlich bei vielen Leuten da, habe ich immer wieder so geheime Listen entdeckt von Leuten, so ein bisschen, also, hey, der ist eigentlich gar nicht so schlecht und so. Und ja, dann habe ich da halt geschaut und wow, also er braucht wohl einen Moment, bis er in Fahrt kommt und dann ist er huere langweilig. Und ultra miese CGI-Effekt. Also wirklich, weißt du, CGI-Effekt, wo die so ein bisschen erinnern, die an die End-90er Stephen King TV-Verfilmungen. Ja. Yeah. Weißt du, so, ich sage jetzt mal, wie hat der da mit dem Flughafen? So. Nein, der Langoliers oder so Zeug. Ja. Hat sich die Grafikelemente, die ich ultra schlecht sehe. Und es geht irgendwie einfach darum, dass ein Bärli strandet auf einer Insel und die Insel ist. Ganz ähnlich nur ein Kult und die den im Meeresgott, ich glaube eben im Dagon, huldigen. Und eigentlich alle auf dieser Insel sind eigentlich schon halbe Meeresmonster. Also weißt du, zum Teil halbe Meerjungfrauen, zum Teil haben sie so Kiemen einfach nur, sehen normal aus, aber haben einfach Kiemen am Hals oder sehen nicht normal aus, weil wenn sie die Brüllen abziehen, haben sie einfach so Fischaugen. Also das ist wirklich ein bisschen abstruser Film. Tatsächlich mega perfekt, also die finde ich noch, die finde noch knuffig. Die haben irgendwie noch Laune gemacht. Aber CGI, wow, also das ist wirklich etwas vom Schlechtesten, was ich die lange gesehen habe. Also ganz, ganz mies. Und was wirklich lustig ist, es spielt, die Insel ist irgendwo so um Spanien rum. Und die, wirklich, die Hälfte von der Zeit ist getrennt, die werden dann getrennt, das Bärli. Und bist eigentlich hauptsächlich mit ihm unterwegs. Und die Hälfte von der Zeit tut er sich einfach durch die Gassen von diesem spanischen Städtchen durchkämpfen und dann regnet es wieder und Zeug. Und Alter, wenn du die Augen zumachst und auch wenn du es doch kurz wieder aufgebracht hast, es hat sich angefühlt wie ein Hörspiel oder so oder wie die Realverfilmung von Resident Evil 4. in Resident Evil 4 muss sich der Leon nach Europa gehen. Nach Spanien, ja. Ja, also eben. Es ist ja nicht so klar, wo er eigentlich da ist, aber es ist offensichtlich Spanien, weil sie reden ja Spanien. Und dann, weißt du, wie die Leute im Moment schreien, du hörst die ganze so, Ura, Baro, was? Oder Vamanos, weißt du? Und das ist doch bei dem Resident Evil 4 auch so geil. Jetzt siehst du die ganze Zeit die Dorfbewohner, sie rumschreien und irgendwie mit so Fackeln auf ihn werfen und so. Und genau so ist der Film. Das ist pure lustig gesehen. Und ich zitte wieder. Und ich dachte, Alter, ich muss das Controller in die Hand nehmen, ich muss dem Bub helfen. Ja, das aber, kann man vorkommen. Ja. Hey, wenn man ein bisschen über den CGI-Effekt wegschauen kann, dann macht der Film tatsächlich Spass. Er braucht einfach recht lang, bis er in Gang kommt.
Und dann ist okay, aber es ist. Ja, es ist eigentlich nicht gut. Okay. Aber ich habe gleich wie Fun gehabt, ja. Okay. Gut, so viel zum Film Dagon oder Dagon oder weiß doch nicht wie. Okay, also dann wären wir für die Woche durch mit dem Film. Mhm. Aber unglaublich, wir haben eine riesige Liste an Seriensachen, die wir geschaut haben. Oh nein. Ja, wir haben auch ein bisschen was. dann machen wir hier gerade mal weiter. Ich mache gerade schnell den Anfang. Mhm. Zwar habe ich etwas fertig geschaut, was ich vorletzte Woche schon erwähnt habe. Mhm. Und zwar ist der Continental fertig. Mhm, ja. Die mhm. 3-Folgen-Kurzserie. Also, ja, so kurz ist es auch nicht, weil ja, jede Folge geht halt 1,5 Stunden. Und das geht ja um die Vorgeschichte von dem Hotel aus John Wick. Und hey, ich muss ganz ehrlich sagen, das war super geil gewesen. Also, weil gerade auch die letzte Folge, also, es ist wirklich wie ein John Wick-Film ohne den John Wick. Nicht ganz so übertrieben mit den Kills und so, aber es geht einfach die ganze Folge durch brutal ab. Und ja, sorry, was willst du mehr von einer Vorgeschichte von einem John Wick-Film? Weil, wenn du dich auf das einlässt, dann willst du ja genau das. Sie startet eben sonst mhm. eher relativ langsam, bekommt dann aber doch irgendwie einen guten Drive. So, die Charaktere sind langsam ein bisschen etabliert, was verhältnismäßig relativ wenig Zeit braucht tatsächlich, was ich noch cool finde. Und dann hat es einfach ein, zwei Charaktere, sind einfach so geil. Also Mel Gibson, der toppt einfach schauspielerisch logischerweise alles. Es ist wirklich ein grosses Kino, aber es hat auch noch einen Scharfschütz drin, der auch, also ich mag den Typ sowieso aus Sons of Anarchy, aus Deadwood und so weiter und so fort. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, sehe es jetzt auch gerade nicht aus der Liste raus, aber der hat auch die geilsten Jokes. So richtig schön, sarkastisch, trocken. Und eben, also Action und das nicht zu knapp. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann ich wirklich empfehlen. Wenn man Bock hat auf irgendeinen Kopf abschalten und sich mal schnell 4,5 Stunden Zeit nehmen für eine Miniserie, schaut der Continental. Ja, geil. Funktioniert. Ja, cool. Ja, cool. Ja. Dann weiter. Der Alex hat jetzt also ganz, ganz spezielle Sachen geschaut. Love is Blind, Staffelfinale und Reunion. Eine wilde Nummer, Alex, erzähl. Ja, also ja, ich bin ja bekannt dafür, dass ich so ein Herz habe für Trash-TV. Absolut. So, und aber halt einiges immer ausgelassen habe davon. Ich bin natürlich auch aktuell zum Beispiel Sommerhaus der Stars am Schauen. Natürlich, oh, wie es gehört für einen Trash-Fan. Ja, ganz klar. Vor allem im Herbst ist das immer sehr herzerwärmend. Oh, absolut. Mhm. Und und ja, gefunden so, hey, schaust du, ich muss unbedingt schauen, das Staffelfinale ist gerade rausgekommen von Love is Blind. Und ich habe sie halt, ja, so angeschaut, wenn man halt dann jemanden anschaut oder so, was? Ich so, ist okay, wenn man das nachher kannst du schauen, sagen, was wir schauen. Ich so, ja, easy, du, ich schaue da gerne mit. Dann kann ich nachher entscheiden, was wir schauen. Das ist doch ein fetter, geiler Deal. Genau. Und dann habe ich das halt mitgeschaut. Ja, was ich nicht gewusst habe, ist, dass ein Tag später auch noch eine Reunion-Folge rausgekommen ist. Das sind eigentlich 2 Folgen, die ich geschaut habe. Aber nichtsdestotrotz, hey, ziemlich witzig. Das ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Übrigens, das ist die 5. Staffel, die jetzt gerade so Endio gefunden hat. Und die Serie gibt es seit 2020. What the fuck? Ey, die gehen anders ab. Und im The Reunion, wo man halt die Teilnehmer von dieser Show nochmal trifft, dann erfahrt man, dass die Reunion ein Jahr später ist. Obwohl ein Tag vorher erst die letzte Folge der Staffel rauskommt. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht. Ich glaube, die haben einfach ein Jahr lang 800 Staffeln aufgenommen. Und jetzt ringen sie. Also das ist echt crazy. Also ich meine, 5 Staffeln in 3 Jahren, das ist schon abartig, oder? Oder bin ich jetzt völlig Banane? Aber ja. Kann ist man machen. Netflix. Und um was geht, sind Leute, ja, so ein bisschen die typischen Leute, die halt so Liebes-Dating-Shows mitmachen aus den USA. Aber sie werden nicht mehr wegen ihrem Aussehen geliebt werden, sondern wegen ihrer inneren Wert. Und darum
ist es so, dass so Verhaltenspsychologen, Barpsychologen, wie auch immer, die haben eigentlich schon ein bisschen so rausgesehen oder rausgespürt, okay, eigentlich würden die zwei mega gut matchen und die zwei, und das sind einfach irgendwie 10 Männer, 10 Frauen. Und die dann alle miteinander über irgendwie eine Woche oder zwei, das habe ich nicht geschaut, das ist irgendwie die ersten 2, 3 Folgen, treffen die sich immer abwechselnd und haben Dates miteinander. Aber sie sehen sich nicht. Also sie reden miteinander, sind aber in so unterschiedlichen Kabinen quasi und reden über Gott und die Welt. Mhm. Und dann muss jeder davon muss sich entscheiden, hey, ich finde, ich habe mich am besten gematcht mit dieser Person und so weiter und so fort. Und hey, das Prozedere, sie hat es mir erklärt, es ist etwa 3-4 Stunden gegangen, bis sie es fertig erklärt. Ich habe es immer noch nicht geschnallt. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich glaube, die Kenner von der Serie wissen das. Und dann kommt es halt einfach davon, nachdem, wenn sie sich dann halt, also wenn sich die zwei, wenn sich die Leute für die gleiche Person entscheiden, dann lernen sie sich kennen. Dann ziehen sie quasi zusammen und dann ist eigentlich das Staffelfinale und lernen so die gegenüberliegende Familie kennen. Und Staffelfinale ist dann die, die am Schluss noch dabei sind, das ist jetzt in dem Fall 2 Bälle gewesen, die heiraten dann. Oder halt nicht. Also es kann sein, dass sie auf dem Trauer da sagt, eine, ja, ich will, und die andere Person, nein. Mhm. Und so viel sei verraten, das ist natürlich auch passiert, dass es ein Bälle gegeben hat, die hat, und eins, was nicht geht. Und dann ist durch Drama vorprogrammiert. Und ja. Und in der Reunion-Show sieht man dann die Bälle nochmal und gewisse andere Leute, eben zum Beispiel die zweite Wahl von denen, die am Schluss im Finale gesehen sind und so weiter, wo dann irgendwie, ich weiß was, also schlussendlich erfahrt man dann eigentlich an alle mit allen irgendwie etwas gehabt. Also es war wirklich fucking Rudelbums-Party gesehen bei Love is Blind. Ja. Also so blind ist die Liebe dann doch nicht gesehen. aber hey, irgendwie durchaus unterhaltsam und nicht ganz so, weißt du, wenn du an so Sendungen denkst wie Temptation Island oder so, beispielsweise Deutschland oder so, weißt du, wirklich Leute, wo du genau merkst, die interessieren es wirklich gar nicht, der Beziehung, sondern die wollen eigentlich wirklich nur ins Fernsehen kommen und vielleicht irgendwie Influencer werden oder so. Klar, das Bachelor und schon, all das Zeug, ja. Genau, und das ist hier schon ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl. Also es sind wirklich auch Leute, die tatsächlich, ja, auf eine sehr dumme Art und Weise eine Beziehung suchen. Mm. Und eigentlich war durchaus unterhaltsam gewesen. Gut, gibt es gescheite Arten, eine Beziehung zu suchen? Die gibt es ja nicht. Es gibt wunderbare Arten, eine Beziehung zu finden, aber gescheite zu suchen, die gibt es ja nicht. Du datest einfach normal. Ja, was ist normal? Was ist heutzutage normal? Du redest auch in der Stadt Menschen an. Ja, du gehst in eine Bar und dann sagst du jemanden, sagst, hey, ciao, ich heiße so. Wie heisst du? Cool, ja. Genau, und in dem Moment schaut sie von ihrem Handy auf und findet, ey, wie cringe bist du denn? Dann ist sie falsch. Ja, das ist nur mehr, wenn du so junge Frauen aussuchst. Ja gut, ja, das sollte man ja nicht machen. Nein. Hey, ich sag's noch mal, ich bin tatsächlich letzte Woche, das wollte ich eigentlich noch erzählen, bin letzte Woche zu uns im Studio gelaufen, wo wir die Aufnahmen hatten. Und also, weißt du, längst einfach den Kopf, sitzt so schön am Aschenplatz, am Pärkli, hocken zwei zusammen, reden miteinander, also mega interessiert, schaut sie an und so, und sie glotzt in ihr Handy und ist dann einfach schon wieder auf einer Dating-App. Also irgendwie... Ja, nicht. Ja gut, aber vielleicht ist das irgendwie ihr bester Freund oder der Bruder oder so gesagt. Ja, er hat anders reingeschaut. Aber ich bin creepy, dass du siehst, dass sie eine Dating-App ist. Alter ich habe wirklich nicht... Hill, hast du auch gerade das Bild vor Augen? Du siehst einfach so ein Park, weißt du, hörst du Vögel gezwitschern und sie ganz eng beieinander, sie ist das Telefon in der Hand. Und der hinten so einen Kopf vom Spike. Und plötzlich kommt auch sein Kopf aus, so eine Zeitlupe. Genau. Ey, ich bin wirklich über 30 Meter weg gewesen, aber ja, die Strukturen von diesen huren Apps erkennen wir halt. Deine Brille hat so dicke Gläser. Du hast, das ist ein Feldstecher, den du auf deine Nase drehst. Komm, hör mal drauf. Moment, du hast meine «Ich bin allein unterwegs» Brille auch schon mal gesehen? Nein, ist eine andere. Ja, sicher. Du hast eine «Allein unterwegs» Brille und «Ich treffe mich mit meinen Jungs zum einen Brille». Du nicht? Ist das die Brille, wo du die Nacht die Sterne anschaust? Ja, nein, weißt du, wenn ich euch sehe, will ich es ja nicht so genau sehen. So eine Röntgenbrille, weil du Leute nackt siehst, oder ist das so? Nein, das habe ich mir so abschalten. Mit Psychiater hat man schwerstens davon abgeraten. Das hat man nicht gut Ja. Gute Mann. Okay, apropos jo, Love machen, is Blind. Ja. Okay, dann gehen wir nochmal weiter.
Der Hill hat die zweite Staffel von Loki angeguckt. Wirklich, der sind jetzt mittlerweile sind gerade zwei Folgen durch. Mhm. Also die kommen wieder einzeln. Okay. Mhm. Erst habe ich mal geschaut. Also ich meine, es setzt eigentlich gerade bei Staffel 1 direkt an. Mhm. Also Loki vom Dings-Universum Marvel, Loki, also auch du Schauspieler, wo der Film mitmacht. Tom Hiddleston. Genau, da habe ich gesagt. Ist auch dort wieder der Loki. Und eigentlich, die Geschichte geht es eigentlich darum, dass in, ich weiß nicht, welchem Film gibt es irgendeine Szene, dort geht er irgendwie wieder wie entführt oder geht in die Zeit. Und geht dann in, also kommt zu so einer Zeitpolizei. Das ist eigentlich dann Theorie. Und dort ist eigentlich so, dass die aufpassen, dass keiner durch die Zeit reist. Weil wenn man durch die Zeit reist, dann entwickelt sich ein Zeitstrang vom Hauptzeitstrang weg. Mhm. Und da dienen sie eigentlich dann wie du löschen, damit es nicht ein Chaos gibt. Nicht, dass damit es kein Zeitparadoxon gibt. So etwas so, ja. Wie Smalls und Doc Brown. Dann ist so viel Zeitstrang und dann ist ein riesen Chaos, weil dann hat es ganz viel und die dienen das einfach zu stutzen. Mhm. Und darum kommt er dann dort halt zur Polizei, weil er da Zeit zum Flüchten durch Zeit gereist ist. Und merkt dann eigentlich dort auch, dass er als Gott eigentlich dann gar keine Macht hat mehr dort. Und das Ganze hat irgendeine Intrige noch. Und dann erfährt eigentlich die Geschichte mit dem Mann, dass er dann dem nachgeht. Zusammen mit den Zeitpolizisten. Und das Ganze schlussendlich, sag ich mal, so ganz im Chaos stürzt. Und eigentlich so am Ende von der ersten Staffel fährt eigentlich wirklich richtig genau an. So die ganze Action. Was ich noch gut finde. Und wie gesagt, Staffel 2 hängt dann genau dort an. Obwohl es halt eine Marvel-Serie ist, finde ich, ist sehr, sag ich mal, wenig Marvel drin, so in dem Sinn. Schon auch gerade im Loki und das Ganze schon, aber es hat nicht Dinge so der typische Marvel-Touch, den ich jetzt bei den Filmen immer habe, wo ich mittlerweile wo mich nicht so groß interessiert, sage ich mal. Mhm. Da wird bei der Serie ein bisschen rausgenommen. Es hat also ernste Momente, aber auch immer wieder so mal ein Witzchen drin. Und hat so einen 80er-Jahr-Touch ein bisschen. Geht so ein bisschen an, ich weiß nicht, vom Spiel Fallout. Wenn man das kennt, das Game. Ja, ja. Es ist glaube eher so ein 60er-Jahr-Design. Ich glaube, dort so mit der ganzen Atombombe. Nein, es ist sogar früher noch. Bei Fallout, das ist sogar noch früher ein Teil. Allerhöchstens 50er Jahre. Eher so 40er, maximum ja. 50er. Ja, und das ist auch die ganze Serie und dem Style und es ist recht cool. Mhm. Und mir sagt es ja recht viel. Also ich finde es wirklich also spannend gefunden. Jetzt mit dem zweiten Teil, wie gesagt, die Geschichte geht eigentlich gerade direkt weiter. Und fand es eigentlich so wirklich spannend an. Ist auch fast so spannend, aber jetzt fängt es wieder so das Ganze an mit dem Ganzen. Und ich finde es recht gut, bin interessiert. Lüge die zweite jetzt Staffel und ich glaube auch, ich meine, ist recht gut angekommen, so insgesamt. Okay. Loki. Ihr habt es nie gesehen, ist oder nie Folge? Nein, hör mal auf. Marvel-Serie. Ich habe nur WandaVision geschaut und habe mich so aufgeregt und habe WandaVision eigentlich nur geschaut, weil ich mich auf Doctor Strange 2 gefreut habe und ist dann noch scheiße gewesen. Also, nein, die können wir wirklich, also kreuzweise. Also, ja. Aber gut, ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich mich grundsätzlich von allem fernhalte, wo scheiße ist. Dementsprechend komme ich gerade zum nächsten, den ich geschaut habe. Das ist auch wichtig für deine Dating-App. Moment. Was? Stopp. Nein, ich habe einfach pflichtbewusst, wie ich ab und zu bin für unseren Podcast, ich habe mir die erste Folge gegeben von The Walking Dead, Dead City. Ah, oh, gut, das wollte ich auch noch reden. Sehr gut. Hast du es geschaut? Red du mal zuerst. Ja. Also, grundsätzlich zusammengefasst in einem Wort mit Satzzeichen, wieso?
Wieso? Wieso macht man die blöde Sache? Nein, hey, sorry. Die Story vom Negan und dem Maggie. Das hat man ja jetzt wirklich. Also in der letzten Staffel Walking Dead haben wir das wieder mal huere ausgeschlachtet. Negan seine Story hat man jetzt einfach. Also, sorry, zu Tode gemolken. Kann man wirklich nicht mehr anders sagen. Und wie das jetzt da so rauskommt, es ist ja so offensichtlich. Und dann bringst du das Ganze nach New York, wo man ein bisschen eine andere Art Zivilisation soll sehen. Aber so richtig was daraus machen, tut man auch nicht. Und eigentlich interessieren tut es einen auch nicht. Und die Konstellation von Charakteren, das checkt ja keine Sau, wieso dass man eine Serie macht mit diesen beiden. Also, ich weiß es nicht. Also, hat mich nicht überzeugt. Alex, okay. Was sagst du? Alter, hey, ich habe es so probiert. Aber ich schwöre dir bei allem, was mir lieb ist, ich bin 4-mal eingeschlafen bei einer Folge. Ich habe gemeint, ich spinne. Ich glaube, Sonntag oben gesehen. Mhm. Ich bin ja am Umgekränkt gesehen, das kann ich auch mit Einfluss haben. Aber ja, klar. Hey, es ist nach den Zähnen gesehen und ich habe gefunden, so komm jetzt, das musst du jetzt noch reinziehen. Ich meine, hey, was ist Sonntag? Wenn ich sie rausgeholt habe, glaube ich, Freitag, oder? Warte schnell, sie ist. Ja, letzte Woche Freitag ist sie rausgekommen. Also, ja, letzte Sonntag oben gesehen. Mhm. Auf jeden Fall. Hey, und dann habe ich es angestellt. Ich so, ey, irgendwie habe ich gedacht, komm, fuck it, gib dem eine Chance. Irgendwie habe ich noch Bock gehabt. Weißt du, oder Negan wieder mal sehen und so. In New York und mehr Zombies und so. Weißt du, und die ganze Stadt sind eigentlich überfüllt mit Zombies und so. Das hätte ich gefunden, das geil. Hey, und dann habe ich es angestellt und dann bin ich eingepennt. Und dann bin ich aufgewacht und so, oh shit, Alter, was? Oh, ist schon fast fertig. Okay, gut, ich muss nochmal zurückspülen. Dann habe ich zurückgespült und merkt, oh, ich habe erst 5 Minuten gesehen. What the fuck? Okay, aber jetzt läuft es, jetzt bin ich bereit. Zack, nochmal Play gedruckt. Bin ich wieder eingepennt. Wieder zurückgeschwört. Und dann nochmal, hey, am Schluss, ich schwöre mir an, was mir lieb ist. Es ist, glaube ich, am 10 Uhr von Lüge, glaube am 2 Uhr morgens habe ich aufgegeben. Weil ich einfach ständig eingepennt. Und ich weiß nicht, ob es nur an der Qualität liegt, aber ich habe gefunden, was schaue ich da eigentlich? Mm. Also. Ja, hat mich jetzt wirklich auch nicht so. Vor allem, ich finde einfach Maggie auch nicht wahnsinnig interessanter Charakter. Am Anfang gibt es eine Szene in einer Bar, wo sie sich befreien muss, wo sie festgehalten wird. Dann hat sie wirklich im Schuh innen so ein Messer, wie die Tante von James Bond. Mhm. Und dann habe ich gedacht, what the fuck, wer kommt jetzt das? Sie wird jetzt völlig im Gagaland ankommen. Ich meine, es ist nicht mal angefangen als relativ realistisch und ja, realitätsbezogen. Ja, ja. Und jetzt sind wir wirklich im Action-Star-Land angekommen. Auch überhaupt, wie sie auch gekämpft hat und so. Ich habe zuerst gemeint, oh, habe ich jetzt mich eingebellt und es läuft der Continental oder was ist los? Und der Negan ist auch so fucking lame gesehen, zumindest das, was ich gesehen habe. Und hey, ich weiß es nicht. Also, ich will es unbedingt nochmal schaffen, nochmal schauen. Ich will es wirklich eine Chance geben. Aber ich sehe fucking schwarz auch für diese Sendung. Ehrlich, Ich habe einfach wirklich allgemein, ich kann es fast nicht mehr sehen, dass man einfach, wieso muss man immer alles, nochmal eine neue Version und nochmal etwas anderes, doch einfach etwas Neues. Ich weiß, sind alle Autoren im Streik etc., es hat vorher schon, I don't get it. Yeah. Genau, bin ich voll bei dir. Ich bin sehr enttäuscht gesehen. Auch ich habe mir selber, dass ich am 10 Uhr am Sonntag oben einpenne. Das ist kein gutes Zeichen, das ist eigentlich nicht so mein Ding. IMDb doch 7,2. Nee. Gut, 14.000 Dinge, Leute, die es bewerten, aber ich glaube, es sind auch 14.000 New Yorker gesehen, die gefunden haben, nur New York. Ja, das kann sein. Aber ich irgendwie. Nein. Es hat mich nicht überzeugt. Ja. Nein, mir eben auch nicht. Irgendwie auch die ganze Serie nicht ist bei mir wirklich angekommen. Wieso? Eben. Tom, aber hey, das ich will auf jeden Fall die Folge noch fertig schauen, ganz normal. Ich probiere es, die wir vorhin irgendwie 10 Red Bull rein tun oder so. Übrigens, sponsert uns doch nicht nur Ölbier. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Sei es gesünder. Also, hey, warte schnell. Wir warten schnell. Wahrscheinlich ist oder schon ein Stündchen holen. Ich möchte schnell Werbung machen für etwas, ohne dass wir Geld davon bekommen. Aber vielleicht meldet sich. Mikro Biolinie hat Schokolade-Kuchen. Weißt du, es ist ja wieder Lebkuchenzeit, logisch.
Und es hat jetzt vegane Lebküchle gegeben. Schokoladekuchen Mikrobio für 3,50, 150 Gramm. Alter, die sind so freaking gut. Ohne Sprüche. Weißt du, so mit Zuckerüberguss, mit Schoki-Überguss und so die Zuckerperlen drauf. Hey, ich könnte mich fucking ernähren von diesen Dingen. Hey, die mach's sind nicht. Geil. Nein, natürlich nicht. Aber ein kleiner Tipp an alle Lebkuchen-Liebhaber da draußen. Gönnt euch die Mikrobio-Schokolade-Kuchen. Das ist eine kleine Packung. Kauft gerade zwei, versprochen. Ich habe dummerweise eine gekauft zum Testen. Am nächsten Tag bin ich wieder losgestiefelt, um nochmal holen. Sind super gut. Oh, ja, tut nichts zur Sache, aber muss auch mal gesagt sein. Das ist richtig. Ja. Aber wenn du ja schon am Essen bist, dann kannst du ja gerade noch weiterreden, weil du hast Hochzeit auf den ersten Blick, Staffel 10 geschaut. Das ist ja ganz klar, oder? Ja, natürlich. Wer wenn du? Also du, der heiratswürdigste von uns allen bist, ja, ist klar. Offensichtlich, ja. Nein. Ja, das würde ich so jetzt nicht sagen. Hm. Aber, das ist eine deutsche Sendung. Also ich glaube, da gibt es auch, also es ist auch ein eingekauftes Format von irgendwo aus der Welt. Ich meinte es auch, ja. Läuft auf dem Sat.1, meinte ich. Und eben die 10. Staffel bereits. Ich habe schon einmal reingeschaut. Vielleicht habe ich sogar schon mal darüber geredet in einer Podcast-Folge. Vielleicht in unserem, einfach mal so ein Trash-TV-Special gemacht. Genau, wir haben sicher irgendwann schon einmal darüber geredet. Also, mir sagt es ja auch etwas, ich habe es einfach noch nie gesehen. Also es hat eine ähnliche Prämisse, sage ich mal, wie Love is Blind. Nur halt mit, ich sage es mal, mit normalen Leuten. Also weißt du, Leute, die nicht alle so irgendwie so ein bisschen aussehen wie Insta-Models oder so, sondern halt wirklich ältere, jüngere, ganz normale Menschen, mehr oder weniger. Und da geht es darum, Experten, Psychologen und Paartherapeuten etc., die den aus Hunderten, Tausenden, keine Ahnung, einreichen, die die Leute wirklich psychologisch, weißt du, mit Fragen und so, die so durchlöchern, dass sie wirklich, weißt du, was ist wichtig in der Beziehung, was ist dir wichtig, was ist falsch gelaufen bisher, was darf nicht mehr sein, was ist dir wichtig am Aussehen, wie wichtig ist dir Sex in der Beziehung und bla 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 bla. So, und anhand von dem, den sie denen schauen, gibt es in dem Portfolio von diesen Leuten, gibt es Leute, die zusammenpassen. Die einfach psychologisch, wissenschaftlich tatsächlich zusammenpassen. Und die werden dann besucht und heisst, hey, wir haben für dich ein Match, für dich auch in 3 Wochen heiratisch. So. Und dann ist es so, dann gibt es eigentlich die Hochzeit und dann siehst du die Vorbereitungen von diesen Leuten, aber die sehen sich nicht, die sehen sich am allerersten Mal, wenn der Mann vorne mal da steht und die Frau dann reinkommt in ihrem Kleid, vom Papi oder von wem immer begleitet, dann sehen sie sich das erste Mal und dann müssen sie entscheiden, gehen sie den Schritt und hinten dort heiraten, ja oder nein, ohne ein Wort miteinander zu reden zu haben. Sie begrüßen, sagen schon Hallo und so und ja. Also vertrauen sie quasi der Wissenschaft oder nicht. Und wenn sie das dann machen, dann ist das wirklich tatsächlich rechtsgültig. Kann aber natürlich ganz normal geschieden werden, wie sonst auch. Und dann geht es dann eigentlich nach Hochzeitsparty mit der jeweiligen Familie, die sich vorher eigentlich an dieser Party schon kennenlernen, oder? Und der Hochzeit. Gibt es eine Party, dann Übernachtung, was dort passiert, you never know. Und dann gehen sie auch am nächsten Tag gehen sie gerade auf die Hochzeitsreise. Und die Sendung begleitet eigentlich die Leute, oder? Von, ja, von ersten Matches bis zur Hochzeit, bis zu der Hochzeitsreise. Und Alter, ich finde das hure unterhaltsam. Also wir haben wirklich hure den Plausch gehabt. Erstens mal zum die ultra beschissenen Hochzeitsoutfits, die es zum Teil gibt, wo sich Leute wirklich so über den Tisch ziehen lassen, so stillos. Was für Outfits sie sich aussuchen, männlich wie weiblich. Dann natürlich auch, wie sie reden, dann gibt es wirklich Bälle, wo du merkst, fuck, hey, die passen wirklich perfekt zusammen. Weißt du, du merkst gerade von Anfang an, das funkt mega. Das ist mega herzig. Nicht nur schön. Und dann gibt es einfach welche, wo du merkst, fuck, die hassen sich auf den Tod. Das gibt jetzt auch hier in dieser Staffel, gibt es Bälle. Also merkst du, da ist gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also es ist wirklich, wie wenn ich mit jemandem in die Ferien gehe, wo Trekkinghose hat, wo man kann mit Reissverschluss eine Kurzhose machen kann. Ungefähr gleiche sexuelle Anziehung. Hey, wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich irgendwie, es menschelt halt wie Sau. Und ja. Und dann kommt immer, was ein bisschen nervig ist, nicht gegen den Bruno Mars, aber es kommt immer das Lied I think I'm gonna marry you, dim, dim, dim. Das ist so das Erkennungslied, oder? So der Jingle. Und das hörst du, weil auf dieser Sendung einfach jede Folge geht, glaube ich, irgendwie 2,5-3 Stunden. Also es ist so wie Kitchen Impossible oder so. Aber es gibt 10 Folgen. Also es ist wirklich ewig lang. Bei Kitchen Impossible gibt es eine Folge und 10 Flaschen. Das auch, ja. Ja. Nein, aber das macht es vermutlich lustiger. Ja, nein, aber irgendwie, ich finde das doch glatt. Also, mir macht es sehr viel Spaß. Also, okay. Ja. Ja, gut. Ja,
Ich bin aber auch wirklich sehr anspruchslos. Und ja. Ja, das ist wahr. Und es ist für dich super, wenn du, das ist so eine tolle so Bärle oder auch mit aufgeschlossenen Kollegen-Sendung. Weißt, wo du nicht, weißt, wo du nicht Lust hast, dich hoch konzentrieren, sondern eigentlich eher so komm, ein bisschen quatschen und so ein bisschen lustig machen über die Outfits oder so, oh yes, Gott, ja, hast du das auch gehört und so. Und ein bisschen fremdschämen und denken, wie dumm ist die Menschheit und eben sich darüber lustig machen, kennen wir, glaube ich, alle. Ich glaube, jeder, der wo mal in einer Beziehung war, hat so etwas auch schon mal gehabt. Also, dass man irgendeine Sendung hatte, so, das ist jetzt einfach ein Muss. Das muss jetzt einfach geschaut werden, weil es ist so doof, dass es schon wieder lustig ist. Ja, fairerweise, weißt du, nachher haben wir dann so Sachen geschaut, da reden wir dann nächste Woche drüber, aber nicht nachher, das ist noch lustig gewesen, schauen wir jetzt Funny Games. Also, wir sind eigentlich schon recht cool da durch. Also, wir sind nicht nochmal auf dem Hochzeit. Ich finde das jetzt ganz logisch, da wären wir auch sofort nach Funny Games. Oder? Oder? Ja, sicher, natürlich. Ja. Oder reden wir nächste Woche drüber. Ja, das ist gut, okay. Ich habe zum Abschluss nur noch etwas, wo ich jetzt gerade wirklich, muss sagen, durchgesucht habe. Gut, ja, die Alex hat das die letzte Mal erwähnt, dass er so angefangen hat zu schauen. Ich nehme mal an, auch schon fertig geschaut. Und zwar, da redet ja im Moment, ja, redet relativ viel drüber und da haben wir gefunden, komm, nehmen wir es jetzt auch noch mal schnell rein. Beckham. Vierteilige Doku. Hey. Also wirklich für eine Netflix-Doku, wo ja meistens, sie sind eigentlich immer gut. Einfach nicht super gut und nicht super schlecht. Sie sind eigentlich in der Regel immer gut. Aber die habe ich jetzt richtig geil gefunden. Oder? Würde ich sagen. Ja. Ja, weil zum einen, also ganz ehrlich, ich habe über den David Beckham einfach das gewusst, was man sonst so aus den Medien kennt. Also die ganzen Vorurteile, die man hatte, Mann von Victoria Beckham, ich habe sie fast besser kennt als ihn. Ich habe ihn als Fußballer praktisch gar nicht erlebt. Das war in so einer Phase, wo ich praktisch gar keinen Fußball verfolgt habe. Mhm. Also jetzt muss ich sagen, das ist mega schade, weil leck du mir, der Typ können Schuss uploaden. Also, ja. Das ist absolut unglaublich. Er hat immer ein Bein zum Stoker und das andere zum Flanken. Das ist immer so. Ja, und das andere ist Victoria. Ja, hey, und nein, also was ich vor allem muss sagen, was für mich die Doku richtig cool gemacht hat, ist, er ist bombensympathisch gewesen, bodenständig und gnadenlos ehrlich. Das habe ich richtig cool gefunden. Ich kann es natürlich nicht gegenprüfen, weil, ja, aber so wirkt es einmal. Und was ich wirklich muss sagen, gerade die Sachen, wie man seine Fußballmatches jetzt hier zeigt, die Highlights, die man da gezeigt hat, wie die inszeniert sehen, wie die reingeschnitten worden sind, wie man das dann auch mit den Kommentaren aufgearbeitet hat und dann, sobald es eine Kiste geht, einfach irgendeiner von diesen typischen Pub-Songs, die du in einem Paddy Rayleighs oder wo auch immer jetzt Wochenende fünfmal hörst, haben sie ihn reingehauen und es hat jedes Mal so gepasst. Ich habe mich tatsächlich x-mal, wenn es so eine richtig geile Kiste geht, ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich so ganz, ganz leicht am Jubeln, am Mitjubeln gesehen bin. Und irgendwie... Ich meine, als FCB-Fan kennst du das Gefühl, wo man dann eben nicht so, wenn es ein Goal gibt, oder? Es ist so. Ja, und der Schönste schon gar nicht. Ja, muss man leider sagen. Nein, hey, also ich habe gefunden, wirklich mega unterhaltsam gemacht, was ich an einer Doku auch sehr schätze und trotzdem aufschlussreich, tolle Bilder. Und ich finde auch sehr, sehr cool, was sie alles dazu gebracht haben, um da mitreden. Ich mein, crazy. Figo, Ronaldo und wer auch immer, Sir Alex Ferguson und so weiter und so fort. Und Alex, du hast beim letzten Mal noch gesagt, dass du eigentlich immer so ein bisschen Manchester United-Fan bist. Ich glaube, ich verstehe es langsam. Also die Mentalität, die man dort hat, okay, ja. Yeah. Verstehe ich. Damals gehabt, das ist schon leider noch ganz so. Natürlich, natürlich. Eben. Aber es ist immer noch besser als mit den meisten anderen grossen englischen Vereinen. Meiner Meinung nach, ja. Ja. Noch nicht. Also jetzt sind auch die Investoren dahinter, aber die sind nicht ganz so. Ja, egal. Ja, sind noch damals bei dem Menu. Das ist richtig, ja. Also es ist halt wirklich, es ist nicht mehr das Menu wie damals. Ja, damals ist es der geilste Verein. Es ist nicht mehr, sagen, wie es einmal gesehen ist. Aber das Schlimmste bei denen, finde ich, das sind ja, die haben noch ein Buccaneers Football Team und die haben ein Menu gekauft für eine halbe Milliarde
und haben einen Kredit aufgenommen und haben den Kredit dann auf den Verein überschrieben. Das heisst, der Verein hat dann die Schulden getragen. Also eigentlich haben sie gratis einen Verein gekauft. Geil, oder? Hä? Ja, die wissen wie, sind halt Amis. Also, an dieser Stelle vielleicht ein kurzer Werbeblock. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neu dazwischen drüber aus. Wenn ihr wollt, den Sinneswiss Podcast kaufen, halbe Milliarde, ihr dürft auch gerne den selber, ja immer, verschulden oder so, das ist uns egal. Wir wollen einfach je unseren Anteil haben von 300, ja, eigentlich kommen wir anstrengen. Wir machen je 150 Millionen, oder? Sind wir einfach gestrickt. Oh, ja. Hey, also dann schaffe ich nachher sogar gratis weiter. Oder? Und dann machen wir einen neuen, ja, dann können sie auch irgendwie die Sprecher auswechseln, die drei, die nicht so lieb gewonnen haben, alle 10 Zuhörer. Genau, dann, ja, ich fand das gut. Super. Voll Businessplan. Find ich wir top. Machen dann einen neuen Podcast. Der heißt einfach Swiss Cine oder so. Ahnung. Dann ficken wir sind so richtig fett. Ja, genau. Machen wir kaputt? Nein. Nein, bei unserem Glück kommt irgendwie, werden wir dann ersetzt durch, keine Ahnung, Sven Epine, Roman Kirsberger und Rainer Maria Salzgeber und so. So fuck. Nein. Dann höre ich unseren Podcast auch nicht und dann wird er gerade deabonniert. Das ist ja so schon nicht wirklich. Ja, ich muss ja amigs zum Dreilosen, ob es überhaupt klappt, wenn die Folge privat macht. Aber nur sehr wenig. Sehr ja, hey, ist besser für die geistige Gesundheit. Ja. Ja, also selbstverständlich nur, weil wir uns selber reden hören. Ja, für all die uns zuhören, ist natürlich das genau das Richtige, dass wir unbedingt weiter so machen. Das stimmt so nicht. Also wenn ich jetzt einfach nur meine Spur rausnehmen würde, der würde ich stundenlang zuhören wollen. Aber. Das klingt nicht sehr gesund, Alex. Wirklich nicht. Okay, also damit kommen wir zum Ende der Serie und Dokus und so weiter und so fort und kommen zum Blog mit dem Rückblick, weil wir haben jetzt langsam lang genug beelendet. Jetzt gehen wir noch schnell ein bisschen gut sein. Liebe Hill, erzähl uns doch einmal, kommt irgendetwas Gescheites an Serie raus? Ob es gescheit ist, weiß ich nicht, aber das sieht man dann. Wir haben Netflix am das ist schon so, das ist das 18. genau. Die Kreatur. Das ist eine türkische Miniserie, Horror-Drama und ist eine lose Adaption von Mary Shelley's Frankenstein. 8 Folgen. Klingt noch spannend. Ja. Und am 19. haben wir noch Bodies. Das ist so ein Sci-Fi-Film. Da ist in London ist ein Mord passiert. Da zieht so 4 Ermittler rein, aber die 4 sind alle so ein bisschen verteilt auf einen Zeitraum von 150 Jahren. Und die versuchen irgendwie so ein Rätsel zu lösen. Also so ein bisschen strange. Aber hat spannend gedacht. Das waren also die 2 Serien für die Woche. Okay. Gut. Dann kommen wir zu den Filmen, die rauskommen. Ich mache das jetzt ein bisschen schnell, weil es sind relativ viele, die rauskommen. Und zwar starten wir bei Netflix. Da kommt am 29. Oktober Crypto Boy raus. Ein Drama. Am 20. Oktober Old Dads, eine Komödie. Dann am gleichen Tag auch noch Disco Inferno, ein Horrorfilm. Und auch Flashback, ebenfalls ein Horrorfilm. Passt natürlich zum Schocktober. Wie könnte es auch anders sein? Dann haben wir auf Disney Plus Neuerscheinungen. Am 20. Oktober kommt ein Marvel Studios Special Presentation. Werewolf by Night in Color. Keine Ahnung, was es ist, aber ich weiß ja nicht, ob das was kann werden kann. Wie der Qualität ist Werewolf gehört? Sitzen. Ja, aber Marvel Studios, Disney. Ja, aber das letzte Halloween-Special von Marvel war schon ganz okay gesehen. Ich habe das Weihnachts-Special geschaut. Das ist zum Kotzen. Also das habe ich auch schon auch gefunden. Ja, danke. Das Halloween habe ich eigentlich cool gefunden. Okay. Dann kommt noch raus, ebenfalls am 20. Oktober, Goodbye Lover. Ich hoffe, das ist der Film von 1998 mit der Patricia Arquette in der Hauptrolle. Da wollte ich schon immer mal schauen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Bereich Drama, Thriller, so ja, Thriller-Komödie. Ja. So. Ich hoffe, es ist etwas anderes. Ich hoffe, es ist
ein Musikvideo von James Blunt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Get out of the point, you. Ich finde es so geil, wie der singt. Also ich finde es ultra miesam, aber ich finde es lustig, jetzt mit dir. Goodbye, my lover. You have been the one. Ja, ist sehr eigen, aber er ist ein geiler Sieg. Vor allem kann er mega über sich selber lachen. So was schätze ich sehr. Und dann, ebenfalls am 20. Oktober, Disney Plus, kommt noch Beileid bis zum Abendbrot raus. Twilight verarschen, ich habe schon ein paar Mal darüber geredet. Wenn ihr Disney Plus abonniert habt, gebt euch den einmal, weil, ja, lachst du schief. Dann gehen wir weiter zu Paramount Plus. Da kommt am 19. Oktober South Park Event Nummer 5 raus. Keine Ahnung, was das soll sein, aber es ist South Park, also reinschauen. Dann kommt noch am 21. Oktober Brady's Ladies raus. Keine Ahnung. Sie haben schon einmal irgendeinen Brady Family Film auf Paramount Plus drauf. Vielleicht ist das wieder so etwas von der alten Serie oder irgendeine neue Interpretation. Gut möglich. Ja, für Fans sicher cool. Ich habe mich nie so riesig können mit anfreunden. Außer wenn es einer von den ganz übertreibten Schinken war, wo sie sich eigentlich schon selber verarschen. So viel zu den Streaming-Filmen. Alex, was kommt denn ins Kino? Dings hat der Old Dad. Ja. Das ist ja der erste Film von Bill Burr. Also wenn man sich für Stand-Up-Comedian interessiert, ist dann ein guter Tipp. So, nebenbei. Aha. Okay. Ja, stimmt. Den haben wir ja schon gehört. Ja. Geht es auf Netflix jetzt, ganz. Ja, und ich glaube, das ist echt gar nicht so nur schlechte Kritiken bekommen. Habe ich irgendwie so am Rand mitbekommen. Also, ich bin der Burr-Kenner, aber sehr cool. Ja, im Kino. Ja. doch und raus jetzt am Donnerstag. Niat. Ein Film über die ehemalige Profi-Schwimmerin Diana Niat oder Niat, wie auch immer. Und als 60-Jährige will sie eine 110-Meilen-Strecke zwischen Kuba und Florida schwimmen, im offenen Ozean. Etwas, was sie 30 Jahre vorhatte, hat müssen abbrechen. Das ist tatsächlich ein Realprofil, also es hat es wirklich gegeben, die Geschichte. Die gibt es, die Frau. Die wird gespielt von der Jodie Foster, 100 Jahre noch gesehen, gefühlt. Und auch sonst machen ein paar Leute mit. Also irgendwie der Rhys Ifans, oder wie der heißt, weißt du, auch mit der Unterhose aus Nothing Here. Rhys Ifans, ja. Yeah. Rhys Ifans, sagt man dann. Okay, ja, oder gut. Der Sir Otto Hohenturm, jetzt gerade wie House of Dragon. Genau, natürlich. Ja. Und Annette Bening und so, also wirklich ein paar nette Schauspieler, aber für mich absolut unerträglich langweilig schon, wenn ich nur daran denke. Aber hey, wer weiß, vielleicht interessiert das jemand. Dann kommt der Doku raus, der Giacomettis. Das ist sicher interessant, über die Familie Giacometti. Da ist ja nicht nur der Papi, der bekannte Bildhauer und Macher gesehen oder Künstler gesehen, sondern eigentlich die ganze Familie hat irgendwie hat sich da künstlerisch hauptsächlich gezeigt. Und da geht es eigentlich so ein bisschen. Der zeigt eigentlich so Dokumentarfilm, der zeigt ein bisschen die Geschichte der ganzen Familie, von dem ganzen Schaffen. Der kommt raus, Fremont, oder wahrscheinlich, ich glaube, sagt man Fremont. Da geht es um eine, die in der US-Armee in Afghanistan als Übersetzerin geschafft hat, und dann flüchtet sie in die USA, dann tut sie irgendwelche Glückskeks abfüllen und ist Teil von einer kleinen Diaspora, von einer afghanischen, logischerweise. Und dann geht es zum Psychologen und anstatt, dass sie Hilfe kriegt oder Pillen, damit sie wieder auf die Beine kommt, gibt sie einfach nur so komische Rotschläge. Dort ist nicht wahnsinnig spannend, aber irgendwie könnte auch noch etwas sein. Es ist eine Komödie, aber es klingt irgendwie noch ulkig. Also da muss ich mal noch reinschauen, muss mich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Es könnte noch spannend sein. Dann kommt raus Big Little Women. Über den Film habe ich schon geredet, der ist auch gelaufen, das ist ein Doku. Über den habe ich geredet. In einer Rückblickfolge, wo ich an der Dokumentarfilm da gesehen bin. Genau, damit hat das nochmal los. Ich weiß nicht, welche Folge, das ist nicht mein Problem. Das hören alle finden. Nochmal. Ja, idealfall. Ja, die eh schon alle gehört, dann wisst ihr, welche Folge. So, ja, wir werden sicher morgen wieder irgendwelche, oder am Tag nachdem die Folge rauskommt, wieder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten bekommen mit, es ist aus dieser Folge gewesen. Hey, das, was ich sehr cool finde, schätze ich sehr. Auch auf Insta kriegen wir immer so Meldungen. Gefällt uns natürlich, wenn ihr mit uns interagiert. Sehr, sehr gern. Unbedingt. Übrigens, da kann man schon mal aufrufen. Demnächst kommt ja ein Horrorfilm-Quiz raus. Als großen Abschluss.
und als 300. Folge tatsächlich von unserem Podcast, als Abschluss vom Schocktober. Und die nächste Quizfolge, da würde ich gerne wieder mal gegen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer also zwischen dem Bus ein Quiz spielen. Also, wenn euch das interessiert, gegen uns, zu uns ins Studio kommen und mit uns eine geile Folge aufzunehmen und uns vielleicht zu besiegen, wer weiß. So schwierig ist es nicht. Genau, dann meldet euch. Ja, voll. Ich glaube, das nächste Quiz, das geplant ist, ist ja dann wieder ein bisschen über allgemeines Filmwissen, meinte ich. Ja, ja, da können wir dann mit den Leuten anschauen. Genau. Ja. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Leute hätten, die alle, sage ich jetzt mal, unter 30 sind, dann können wir wirklich von mir aus so eine 90s oder 2000er Special machen, weißt du? Oder wenn es jetzt irgendwie alles alte Leute sind, in Anführungszeichen, dann können wir es auch ein 80er Special machen. Da können wir dann reden. Gell? Dann ist was, auch... was wir können reden, das ist jetzt schon beschlossen. Nein, nein. Was? Zuerst müssen wir mal die Leute testen. Dann, das ja, das zuerst machen wir es auf. Der offizielle Start, aber schon diverse Vorpremiere, so, weißt du, so Family Sundays und so Zeug gelaufen, ist der neue Trolls-Film, Trolls Band Together. Das ist, glaube der dritte jetzt. Das ist der dritte, genau. Ja, ich habe noch keinen gesehen, ehrlich gesagt, und kein Schimmer. Ich habe den ersten angefangen zu schauen und habe mich mega darüber gefreut. Und dann habe ich, es ist glaube ich Amazon Prime, habe ich total verflucht. Wie kann man es heutzutage als Streamingdienst ankriegen, dass Bild- und Tonspuren nicht synchron sind? Ich habe nach einer Viertelstunde müssen abschalten, das geht doch nicht. Seltsam, ja. Okay. Ja, ich weiß nur, der erste, das war der mit dem Justin Timberlake-Song, oder? Can't stop the beat, dance, oder? Das war von da gewesen, ne? Auf jeden Fall hasse ich den Song. Vielen Dank an der Stelle. Dann kommt raus ein Fest fürs Leben. Ein deutscher Film mit Christoph Maria, wie heißt der Typ? Christoph Maria Herbst als Wedding Planner. Oh. Ja, ich habe das gelesen und ich wusste, fuck you, I don't care. Und da kommt wahrscheinlich das Highlight von der Woche, sicher der größte Film, der neue Martin Scorsese-Film Killers of the Flower Moon mit DiCaprio und De Niro in den Hauptrollen. Geht er wieder 4 Stunden? Nein, 206 Minuten. Also nur gute 3,5. Chillen mal die Leben. Easy cheesy, schnell abgehockt auf einer Arschbacke. Nein. Ja, einfach aber er spielt 1920 in Oklahoma und es geht um Mordserie unter den Mitgliedern vom Indianerstamm. Genau. Mhm. Und ja, und dann geht es halt da, müssen wir das halt mal der Sache auf die Stiche gehen. Jesse Plemons macht mit, John Lithgow, also wirklich, das ist wirklich die letzte Rolle, tolle Leute. Ich bin tatsächlich durchaus sehr interessiert, aber kleiner Tipp an der Stelle, gönnt doch den Film. Ich weiß, ich bin sonst auch der Fan von Film am Stück schauen, aber 206 Minuten ist halt schon heftig. Und wenn du dann mal irgendwie etwas getrunken hast, musst du brünzeln, ist einfach ultra ungeil. Dementsprechend gönnt doch den vielleicht auch im Kino schauen, wenn ihr also sind wie nicht mit Pausen. Hier Tipp an dieser Stelle, er läuft in unserem geliebten Kino im Excelsior ab dem Donnerstag zurück und in dem bequemsten Stil, den ihr findet für die lange Zeit, das kann ich euch garantieren. Definitiv. Der Link zum Excelsior ist unten in unseren Shownotes immer drin. Voilà, das ist's. Perfekt. Also, ja. Dann würde ich sagen, ist es das gewesen? Und wir kommen zum Ende. Liebe Leute, besucht uns auch auf Social Media. Wir haben auch einen Linktree, wo ihr alle möglichen Sachen seht, wo wir präsent sind. Ihr findet uns auf allen möglichen Streamer, falls ihr mal irgendwo, also Streamer, auf allen möglichen Plattformen zum Podcast hören, falls ihr mal wechseln wollt oder so. Wir haben keine Angst haben, wir nicht nur wegen uns irgendwie das oder das Abo haben. Wir sind auf ganz vielen Plattformen vorhanden. Oder wenn uns empfehlen wollen und er sagt, hey, ich habe keinen Apple Podcast, dann kannst du ihm den Link schicken. Zack, toll. Genau. Dann, oh, aber Google Podcast habe ich cool und schon kann er uns auch hören. Viel ganz Spaß. Genau. Wir sind auf ganz viele anderen, die wir nicht einmal selber kennen, aber es ist halt einfach so. Es ist einfach so, ja. Ja, da wird Schindluder betrieben mit unseren Aufnahmen. Ja, das ist schlimm, schlimm. Aber wir finden es ja geil. Und überall bitte gut bewerten, auch auf Social Media immer mal wieder etwas nett schreiben. Da haben wir immer sehr, sehr viel Freude. Ein grosses Dankeschön noch an Uli Bier, weil ohne euch hätten wir die Folge nicht so flüssig durchgebracht. Wie immer. Oh, was für ein Wortspiel. Wenn ich mir vorher nicht überlege, wäre das fast gut.
Egal. Das ist gut. Also, das war es von uns, von Sinneswiss. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Tschüss.